An der Stelle. So, wir sind hier eine ganze Menge Marktteilnehmer wieder dabei, Teilnehmer. Ich muss hier nur. So, ich bin heute auch hier unterwegs, deswegen sitze ich hier am See, wie man sieht. Keine Ahnung. Guck mal, der macht den Kopf so komisch, die Kamera, gell? Das ist eine schicke Frise. Nein, das ist, ich sehe aus, als hätte ich eine Mütze auf, aber das ist diese automatisch Hintergrund reinschrauben. Guck mal, das ist richtig komisch, gell? Ja, aber da steigt der Nebel auf. Ah, okay. Je, je, je. Na gut. Also an der Stelle, so würde ich sagen, fangen wir an. An der Stelle mit unserem üblichen Spruch dafür, reden ist schön und gut und mit Freunden drüber zu reden, umso schöner. Und insofern, die 23. Sendung steht jetzt an, steht natürlich auch dieser 23. Sendung und dem Titel, also oder dem Untertitel, was ist Lust und Pflicht, Lust und was ist Pflicht, eben wie immer, ja, diesem ein gewisses Bekenntnis zugrunde, was niemanden von euch vereinnahmen möchte, das ist nicht unser Ziel und dennoch all jene einschließt von diesem, wir nennen es immer Wir-Gefühl der Markttechnikgemeinschaft an der Stelle, die sich davon in irgendeiner Form halt angesprochen fühlen. Viele von euch sind Einsteiger, viele Fortgeschrittene, sicherlich gibt es auch den einen oder anderen Erfahrenen dabei, so da an der Stelle eben recht herzlich alle willkommen. Und wenn ich sage, wir heißen euch recht herzlich willkommen, dann ist das natürlich nicht nur ich, sondern wir haben ihn hier, wenn auch heute nur mit Ton, doch aber sonst immer mit Bild, den Jochen dann auch an der Stelle dabei. Und wir, das heißt also, das ist immer ein dahingehend interessanter Haufen, weil wir doch mit ein oder anderen, und das ist aber auch das Ziel dieses Webinars, mit der einen oder anderen interessanten, für den einen oder anderen vielleicht auch krassen These, mitunter einfach um die Ecke kommen. So, die eine oder andere These, die eine oder andere Info spricht den einen aus dem Herzen, die andere, ein oder andere These oder Info regt den einen oder anderen halt auch auf. Das kann durchaus sein, das darf auch so sein. Am Ende des Tages zeigt es doch an alles nur eins, dass da, wo wir eben verschiedener Meinung einfach sind und das ist es ja nun mal so, wie offen und wie kontrovers auch schlicht und ergreifend unter Tradern diskutiert wird und auch diskutiert werden darf. Kurzum, was kommt dazu zur Sprache, wenn wir vor den Charts sind? Was kommt vor der Sprache, wenn Trader unter sich sind? All das sind unsere Themen. Was treibt uns vor und was lässt uns auch nicht mehr in Ruhe, wenn wir vor den Charts sitzen? Das ist das, was wir heute auch wieder besprechen möchten. Und für die, die ganz neu dabei sind, bevor wir loslegen, nur den Hinweis. Und den Info, die einen oder anderen kennt es natürlich klar. Was wir nicht machen werden, ist, dass wir heute hier und jetzt den DAX besprechen, wo er denn am Montag aufmacht oder einzelne Märkte jetzt einfach überlegen, wo sie nächste Woche stehen können. All das ist nicht unser Ziel. Dafür gibt es genügend Webinare, die das zum Inhalt haben und auch gut machen. Unser Ziel, unser Thema hier ist, dass wir aus Trades heraus, die uns eingesendet worden sind, den Jochen und den mir, darüber einfach versuchen zu sprechen, was da möglicherweise aus Sicht der Markttechnik gut war, vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht vergessen wurde und vor allen Dingen aber, und das ist dann das eigentliche Thema, dass wir hin und wieder mal in jene Themen abweichen und diese dann aber mal vertiefen, die vielleicht der eine oder andere in irgendeinem Nebensatz erwähnt hat. Das weist auf den Punkt gebracht, dass der Jochen und ich uns ungern auf den klassischen Allgemeinplätzen aufhalten, sondern an der einen oder anderen Stelle vielleicht eher unkontroverse oder vielleicht unorthodoxe Themen einfach mal kurz ansprechen und den einen oder anderen vielleicht einen Hinweis geben, ein bisschen gedankliches Futter einfach mitgeben. Das möchte ich gerade hier nochmal mitgeben. Ansonsten, Jochen, würde ich vorschlagen, schauen wir erstmal hier kurz in die Folien kurz rein. Ja. Klassisch, wir sind am 23. Teil jetzt, wie immer, für die, die neu sind, das wird aufgezeichnet auf bei WH Self Invest. Ich sage gleich noch zu WH Self Invest dann in der, wie sagt man, in der Mediathek, gell? So, ja, YouTube-Channel. Ja. Dann vielleicht, Jochen, bevor ich mich vorstelle, nochmal zwei Sätze, du zu dir und deiner Person. Wir haben es hier eingeblendet, auch die Kontaktdaten. Ja, danke. Also ich bin der, dessen Gesicht nicht gezeigt werden darf heute. Nein, kurze Vorstellung meinerseits. Also erstmal ein herzliches Willkommen in die Runde, liebe Traderinnen und Trader. Mein Name ist Jochen Schmidt. Ich bin bekannt, denke ich, durch eine große Live-Trading-Webinar-Serie und den einen oder anderen Messeauftritt auf der World of Trading. Und ja, bin seit ungefähr 16 Jahren, knapp 16 Jahren Vollzeit-Trader. Habe die große Ehre, mich zum Freund des Kreis von Michael Vogt zu zählen. Und bin sehr glücklich über dieses Webinar-Format am Sonntagabend, wo ich am Anfang sehr zweifelhaft war. Aber ich denke, es ist ein sehr gutes Format. Ja, weil Sonntagabend, ich wollte meine Ruhe haben, aber in der Zwischenzeit mag ich das ja, weil mit dem Micha, da kannst du nur in Kontakt treten, wenn du mit ihm arbeitest, sonst meldet er sich ja nicht. Oh, das war gemein. Nein, gar nicht. Ich freue mich sehr auf das Webinar, auch heute wieder. Ich denke,
das Alleinstellungsmerkmal von dem Webinarformat ist nicht nur, dass wir Trades besprechen, die von Ihnen eingesendet wurden, nicht nur unter dem Aspekt guter Trade oder schlechter Trade, sondern es lassen sich ja immer wieder Nebenthemen aufmachen. Ganze Fässer kann man da öffnen aus einer fachlichen Richtung heraus. Und ich finde es super gut, weil wir machen das relativ locker. Micha und ich telefonieren uns kurz vorher zusammen und sagen, wollen wir heute ein Schwerpunktthema bilden oder machen wir dieses Thema oder jenes Thema. Das kommt da recht gut an. Ganz kurz an der Stelle die Kontaktdaten, die ihr seht. Ich habe immer wieder Anfragen zu Coachings. Ich mache zurzeit keine Coachings. Ich habe die Zeit einfach nicht dafür. Einzelunterricht, Schwerpunktunterricht, okay, muss man eben gucken. Und wer Trades einsenden möchte, und darum bitte ich euch oder Sie an die genannte E-Mail-Adresse, bitte die Screenshots von den Trades einzeln als JPEG-Daten senden oder mir gleich eine Folienpräsentation mitgeben, da brauche ich die Arbeit nicht machen. Das wäre super. Ich freue mich heute auf das heutige Webinar nochmal. Ich habe einen ganz besonderen Trade mitgebracht im Anhang zum letzten Webinar. Da geht es um fachliche Unschärfe. Und bevor wir da anfangen, gebe ich jetzt an den Micha zurück. Super, Jochen, genau. Also die Kontaktdaten habt ihr hiermit. Zwei Sätze zu mir und zu meiner Person. Der eine oder andere wird mich, wie gesagt, möglicherweise von den Büchern kennen. Philipp und Co., große Buch der Markttechnik, die Händlerbuchreihe, die achteilige hier, die schwarze Buchreihe dargestellt, beziehungsweise das große Arbeitsbuch der Markttechnik. Und in dieser Eigenschaft als Autor von diesen ganzen Büchern und natürlich auch als Berufshändler, diese zwei Sachen kombiniert mit dem Jochen zusammen, sollen einfach Thema genug sein oder Inhalt genug sein, um an dieser Webinarserie, 2 Stunden haben wir circa, vielleicht den einen oder anderen Tipp mitzugeben, wissentlich, und das, glaube ich, ist auch in den Büchern ja permanent der Inhalt und beim Jochen und mir auch einfach nur mal der Duktus da drinnen oder wesentlich Leitfaden der Rote, dass wir nicht dazu dienlich sind zu sagen, Mensch, das, was du als Handelsstil uns hier eingeschickt hast, ist grundsätzlich richtig oder falsch, sondern einfach nur, jeder hat so seinen Handelsstil bereits von euch, und ich glaube, jeder, der da jetzt nicht ganz nur nach dem Mond handelt, so ein paar Überlegungen hat, da reicht vielleicht mal manchmal das ein oder andere gedankliche, vielleicht ist es mal eine Grafik, mal ein Nebensatz, wo man sagt, guck mal, den kann ich bei mir mit einbauen. Gell? Das geht also nicht darum zu sagen, bitte nur dieser eine Handelsstil ist nur möglich. Im Gegenteil, das große Buch der Markttechnik, beziehungsweise die Arbeitsbände oder die Händlerbände zeigen ja auch, wie bunt der Blumenstrauß dessen ist, was markttechnisch machbar geht. Und markttechnischer Handel heißt ja, dass ich anfange zu lernen, Stück für Stück mal die richtigen Fragen zu stellen. Wissen Sie, dass es auch verschiedene Antworten darauf gibt, ja? Und in diesem Sinne, denke ich, kommen wir auch gut mit dem Webinar hier zurecht. Hier habt ihr auch nochmal meine Kontaktdaten an der Stelle mit drauf. Auf YouTube kann man ja dann hier mit anhalten und das nochmal kurz mit abschreiben, lesen. Und der Jochen und ich, ganz gleich zu Beginn, im Dezember, ich habe es hier, glaube ich, hier drin, ja genau. Schaut mal hier, für den einen oder anderen, könnt ihr mal runterladen. Ich habe es mal hier als PDF in den Chat rein, könnt ihr mal kurz runterladen, seid ihr direkt auf dem PDF. Aber nur für die, die es ganz ausführlich haben möchten, sehr intensiv. Das ist nicht ein Seminar zum Buch und auch nicht das Buch zum Seminar. Es ist für Einsteiger und für fortgeschrittene markttechnischer Handel sehr ausführlich. Allen voran Kassa- und Terminmarkt, wo der fachliche saubere Minustrade seinen Ursprung hat. Das ist hier mit zum Thema. Könnt ihr mal mit reinschauen. Jochen ist auch mit an 1-2 Tagen mit dabei. Dann passt es. So, jetzt genug der Vorrede. Lasst uns loslegen. Jochen, wollen wir es vom Ablauf machen? Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir haben heute ein paar interessante Themen rausgekriegt. Wir haben einen schönen Dreh vor mir. Ich muss noch mal gucken, wer war. Warte mal, Thomas Lernbeiß war das. Genau, der Bund-Future-Dreh, den wir hier haben. Und dann hat der Jochen noch einen Dreh. Und dann sind wir auf ein schönes... Wir haben ja dann immer noch so ein großes Randthema am Drumherum, was wir dann ein bisschen intensiv machen. Und das ist eins, vielleicht vorweg schon mal genommen, fand ich sehr spannend für uns. Mit welchen von den verschiedenen markttechnischen Handelsstilen ist denn vielleicht dieses oder jenes Produkt besser oder schlechter geeignet? Wissentlich, dass es aber wir jetzt keine Produktschulung machen wollen, das ist nicht notwendig und ist auch nicht unsere Aufgabe hier, schade um die Zeit. Aber was wir vielleicht machen können, Jochen und ich, dass wir mal zu jedem von diesen verschiedenen Produkten, mit das man draußen handeln kann, zu dem jeweiligen Handelsstil vielleicht mal ein oder anderes Merkmal mal mitgeben, was der eine oder andere vielleicht so nicht auf dem Radar hat. Das könnte ganz interessant sein, weil an den Jochen, an dich sind die Fragen herangetreten worden. Ja, genau. Ja. Vielleicht können wir das mal zum Thema machen. Da können wir mit Sicherheit, auch viele von euch haben mehr oder weniger da ja auch nicht nur mit einem, sondern mit vielen Produkten schon Erfahrung gemacht, vielleicht nacheinander, vielleicht nebeneinander. Und da können wir auch mal gar drüber ganz kurz philosophieren. Gut, Jochen, wie muss ich jetzt, jetzt müssen wir mal schauen. Ich würde vorschlagen, lass mich beginnen
mit dem Thema nochmal fachliche Unschärfe. Genau. Ja, weil das war ja im letzten Webinar ein ganz großes Thema, wo er, was er sehr gut war, fand ich. Und ja, da würde ich gerne einen Trade zeigen, der da recht gut passt. Wenn du mich zum Sekunde, mache ich gleich. Ich muss machst. Nur ganz kurz schauen, Jochen. Oh, Sekunde. Ja. Okay. Ich wollte natürlich noch dem Dritten im Bunde ein Wort widmen. Ja. Komme ich nur, ich weiß nicht wieso, nicht auf die Folien zurück. Das ist aber komisch. Oh. Wartet mal. Das ist das Zoom und Mac, gell? Das ist so ein Ding. Auf alle Fälle haben wir eben, das ist der Dreh, den ich nachher vorstellen wollte. Jetzt komme ich nur nicht, Sekunde mal. Ich, warte mal, vielleicht komme ich hier zurück, indem ich Pause drücke. Soll ich dir meinen Kater schicken? Der richtet's. Ja, der... jetzt ist es irgendwie ganz hinüber. Wurscht, dann machen wir es so. Was ich sagen wollte, ist natürlich, wir haben noch einen Dritten im Bunde, das ist WH Self Invest. Ja. Und ich wollte euch den Disclaimer kurz zeigen. Ich komme gerade hier, Disclaimer, nicht vor und zurück gerade. Ich muss das nochmal schauen. Jochen, während du denn jetzt die Freigabe hast, gebe ich dir das mal jetzt hier, die Bildschirmfreigabe, und dann schauen wir nochmal. Weil wir sind halt nicht alleine, auch wenn jetzt hier optisch nur zu zweit, dennoch halt zu dritt. WH Self Invest sind ja im Großen und Ganzen dann auch die Sponsoren von dieser ganzen Sendung drumherum. Von daher auch einen schönen Dank. Und die Aufzeichnung findet ihr natürlich bei denen auch. Und nebenbei bemerkt, dass... im Grunde ist es keine Werbeeinblendung, sondern auch aus meiner Sicht jetzt auch völlig, ich würde es auch ohne Werbeeinblendung sagen, bei denen, weil man verschiedene Plattformen einfach handeln kann, für die, die jetzt noch nie dort waren, der Nanotrader, der Metatrader, ganz interessant dahingehend, weil man dort eben auch verschiedene Produkte einfach auf der Luxemburger Seite handeln kann. Jochen, ich gebe dir jetzt mal die Freigabe. Ja, genau. Verzeihung. Machst du mich zum Co-Host, weil ich kann den Bildschirm nicht übernehmen. Wenn du auf Teilnehmer gehst, Jochen Schmidt, dann auf. Erstellen. So, und dann geht's los. Warte mal. Ja, wunderbar. Dann geht das jetzt. Lass mich gucken. Ich mache erstmal das hier. So, hier haben wir den Disclaimer. Ah, danke schön. Von WH Self Invest. So, ja, das geht sogar Vollbild-Modus. Nur das Doofe ist, glaube ich, wenn ich meinen Zeichenstift... Nee, ach doch, das geht sogar. Ja, perfekt. Weil, liebe Traderinnen und Trader, ich habe einen sehr schönen Trade hier zum Besprechen. Da geht es um eine Einzelaktie. Wartet mal, ich muss jetzt nur noch hier kurz rumkämpfen mit meinem Zeichenstift. Leute, sorry, ich habe auch nur einen Bildschirm. Mir hat es, glaube ich, den rechten Bildschirm vorhin weggefetzt bei dem Angriff des Katers. Der will gerade auch nicht hochschalten. Deswegen, ich suche gerade meinen Radiergummi und finde den nicht. Warte mal, hier unter Kommentieren. Doch, jetzt geht's. Alles klar. Also, Disclaimer habt ihr gesehen. Und ich gehe mal weiter zu dem Trade, um den es da geht. Wenn ich da hinkomme. Mhm. Jawohl. Und zwar nochmal, das Thema vom letzten Webinar war sehr ausführlich und sehr lang. Das Thema fachliche Unschärfe oder unscharfer Einstieg. Ja, man könnte sagen, ja, Pi mal Daumen, springe ich in den Markt rein. Und das Schöne war im letzten Webinar, es hat so viel Zeit in Anspruch genommen, weil so viele Dinge dranhängen. Und der Micha hat ja auch gesagt, er würde das niemals einem Anfänger empfehlen, weil gerade der Anfänger, wie wir alle, ich einst auch, ja, sehr akribisch versuchen zu arbeiten und das Setup genau zu bestimmen, was er sich an uns jahrelang üben, dass wir ja nicht den Weg verlassen, den wir uns eben ja, herausgearbeitet haben, dass man einen ganz routinierten Ablauf hat in seinem Trading. Und das Interessante ist, wenn man einen Trader trifft, der seit vielen Jahren dabei ist, dass diese akribische oder sehr enge Art und Weise im Markt unterwegs zu sein, sich manchmal dahingehend auch auflockert, dass man sagt, naja, also ich meine, ich weiß ja, wie der Handel geht, ich weiß, es kann schief gehen, aber mit der Zeit kriegst du einen Blick für manche Marktsituationen, wo du gar nicht mehr akribisch arbeiten musst, weil die so klasse sind. Dass du sagst, da will ich nur noch rein. Da will ich überhaupt nicht mehr groß abprüfen, sondern ich möchte da einfach drin sein. So. Und das hier ist eine Einzelaktie, CrowdStrike, der Name ist eh völlig wurscht, ja. Eine Short-Position overnight und die Ausrichtung des Trades, Bewegungshandel bis zum Punkt 2 oder darunter. Und jetzt schauen wir uns den Chart mal an. So sieht das Setup aus. So. Und auf den ersten Blick wird man jetzt sagen, ja, ein bisschen sägezahnartig, das ganze Ding. Aber wenn man mal genau. Ist ein Tageschart? Ist ein Tageschart, okay. Ja, sorry. Ja. Ich brauche eine andere Farbe, damit ihr das besser sehen könnt. Ich nehme mal hellblau. So, also, was mir als allererstes auffällt, und ich glaube, jedem ist der Part. Ich kann sagen, holla, das ist ja ein Abwärtstrend, ein gigantischer Abwärtstrend, der hier wohl in der Korrektur steckte und wieder erneut in einen Abwärtstrend eindreht. Dann kann ich sagen,
in Ordnung, wenn ich das jetzt so sehe, dann habe ich also hier die neue Abwärtstrendbewegung des ganz großen Trendes. Gleichzeitig wird diese neue Abwärtstrendbewegung durch einen Abwärtstrend abgebildet, der ebenfalls jetzt in der Korrektur steht. Wenn ich es Pi mal Daumen mache, dann könnte ich auch sagen, Moment mal, ich kann das auch anders malen, eine Kleinigkeit eigentlich nur, und zwar, Mensch, wo ist denn heute hier, das ist so ungewohnt für mich jetzt, und zwar, den Kleinen lasse ich mal weg, ja, ich mache es mal so. Also ich habe hier zum ersten Mal wieder eine astreine Abwärtstrendlage, passend zum ganz großen Bild, was ich hier jetzt gar nicht angeguckt habe, wir sind ja im Daily Chart. So, und dieser neue Abwärtstrend im Sogwasser des Übergeordneten steht in einer Korrektur. Und der Punkt ist der, wenn man das so betrachtet, kann man ja auf folgende Idee kommen, dass man sagt, naja, also eigentlich, so wie die Korrektur ja läuft, müsste es ja irgendwann zumindest nochmal im Ansatz in die Abwärtstrendbewegung gehen oder sogar richtig weitergehen. Das ist ein Setup, das man so nicht oft findet. Und entsprechend, sage ich, kann man hier auch, wenn es jetzt passt mit Money Management, kann man eigentlich unscharf eröffnen. Mhm. Und das kommt hier als nächstes. So, hier wird zum ersten Mal eröffnet. Und zwar Market Short, rein damit. Hier ist nur noch eine Frage, wo kommt das Stop-Loss hin? Jetzt Achtung, ich habe am Anfang gesagt, Ausrichtung des Trades ist der Bewegungshandel. Bewegungshandel soll das sein. Allerdings haben wir ja hier ein Stop-Loss, der über das letzte Trendhoch gelegt wird. Also vom Abwärtstrend, ne? Das Korrekturhoch. Also hier oben liegt das Stop-Loss. Das ist die Korrektur, die gerade läuft. Wenn ich das so mache, Pi mal Daumen, dann ist klar, der Markt kann weiter hochkommen. Wenn man es jetzt ganz akribisch machen will, würde ich auch sagen wollen, wenn der Markt so nach oben käme, würde ich relativ schnell aus dem Markt wieder abhauen. Ich möchte keinen deutlichen Gegentrend gegen mich haben, auch wenn es nur eine Korrektur ist. Also, Market Short eröffnet. Schauen wir mal, was dabei herauskommt. Und nochmal, das ist ein Overnight Trade, also nicht Day Trading. Hier geht es darum, eine größere Strecke aus dem Markt zu holen und das eben rein mit diesem Luftlassen. Und viele Anfänger verwechseln das und denken, naja, da liegt ein Stop bald weg, dann wird er nicht so schnell ausgestoppt. Ja, aber der Stop liegt begründet. Also sprich, weil wenn die Korrektur weiterläuft, jetzt für alle Leute, die vielleicht neu dabei sind, wenn die Korrektur weiterlaufen sollte, was ja gut sein kann, dass das der Markt so aussieht, ist hier doch die erste Stelle, wo der Abwärtstrend zerlegt wird. Zumindest der da, also der da, ne? Das ist die erste Stelle, wo der Abwärtstrend zerlegt wird. Das heißt, dort in der Nähe möchte ich raus. So, jetzt gucken wir mal an, wie das Ding weitergegangen ist. Wartet. Warte mal ganz kurz. Ja. Bevor wir sehen, wie es weitergeht. Diese Aktie, ich weiß nicht, wer von euch handelt denn im Chat die Frage gerne oder viel mit Aktien? Warum frage ich das? Weil es gibt den einen oder anderen, der beispielsweise, ich sage jetzt irgendwas, immer nur den DAX oder den Dow oder überwiegend die Indizes handelt. Das heißt, er sieht immer wieder natürlich dann Märkte, das hat jetzt nichts mit richtig und schlecht zu tun, aber immer wieder dann dieselben Märkte, was nicht schlimm ist, Achtung, ich will was anderes damit sagen, sondern es sind immer wieder Märkte, die ja im Wesentlichen dieselbe Geschwindigkeit aufweisen. Wenn ich jetzt aber viele Aktien gewohnt bin zu suchen, dann sehe ich ja jedes Mal ein anderes Bild mit, na klar, ein anderes Bild, aber worauf möchte ich hinaus? Mit diesen Geschwindigkeiten, beziehungsweise ist das, und jetzt darauf ganz genau Punkt gemacht, das ist nämlich bei der Aktie der Fall, ist das ein Markt, der an einem Punkt 3 oder beim Durchbruch durch eine 2 rumbummelt, oder ist das einer, der Druck drauf hat? Gell? So ganz allgemein. Und wenn man das erste Mal auf so eine Aktie guckt, egal was, dann fällt uns zum Beispiel auch bei diesem Wert auf, das wird ja auch der Grund, denke ich, auch unter anderem vielleicht für diesen Trade möglichen dann mit sein, dass das eine Aktie ist, die, wenn sie über die 3 oder durch die 2 geht, also wenn beides Trend aufbaut, fortsetzt oder aber auch zerreißt, eine ganze Menge an PS drauf hat. Das sieht man nämlich, dass die größten Perioden, wenn ihr euch die reinschaut, wo die halt sind. Gell? Und die sind halt auf diesen Bewegungspunkten an und schön ist nicht nur bei der 2 und durch, sondern auch schon davor. Das ist so ein schönes Merkmal für Märkte, die ein bisschen Bums drauf haben. Gerade wenn wir mal so auf dem linken Bereich so schauen, ja, wie was da so angeht. Ja. Die bummelt nicht rum. Es gibt andere Werte, denen ist das einfach so. Dann ist das irgendwie so halt eigen, ein bisschen rumzubummeln. Das kann man markttechnisch auch ein bisschen herleiten, warum das halt so ist. Aber hier jetzt, ohne das herleiten zu können,
fällt es zumindest auf, dass da einfach Drehmoment drauf ist, gell? Und dieses Drehmoment, betont es nochmal, nicht nur an der 2 gucken, da wird es nicht ganz deutlich, sondern richtig deutlich ist, wie der Markt schon an der 2, also vor der 2 schon durchstartet, im bestehenden Trend, gell? Und da durchsaust. Also definitiv, du siehst es ja auch oft in anderen Bereichen, zum Beispiel in den Forex-Märkten. Ne? Da hast du ja Euro zum Beispiel GBP. Das ist nämlich ein Herzinfarkt, Sägezahn hin und her Markt. Die ganze Zeit. Ja. Das heißt, du hast 5 Wochen Korrektur, damit du mit viel Glück 3 Tage Bewegung kriegst. Mhm. Und da steckt die ganze Welt drin, weil ein paar Trader sagen, ich handle den aber. Und dann handeln sie es auf dem 10-Minuten-Chart und werden wahnsinnig, weil die untergeordnete Trendgröße gar nicht da ist und ständig der Stop erwischt wird. Ne? Aber das Ding ist eine Schönheit. Auf den ersten Blick gar nicht. Jetzt guckst du genauer hin und sagst, das ist ja der Oberhammer, das ist ja fast schon 5 Sterne plus, nahezu. Und Achtung für alle, die jetzt fortgeschritten sind, ja, das hier ist die Großwetterlage und die Zieltrendgröße in einem. Das heißt, es wird hier nicht mehr runter aufgeklappt, überhaupt nicht, sondern das Setup ist da, zack, ich gehe rein. So, jetzt gucken wir, was dabei herauskam. So, schaut euch diese Schönheit eines Trades an. Wow. So, jetzt, man erkennt hier, also der Einstieg war zufällig goldrichtig getroffen. Der hätte noch weiter hochgehen können. Das ist ja genau der Punkt, wenn du aus der Korrektur kommst, ist jetzt nicht hier beim unscharfen Handel der Punkt, genau zu treffen. Da bist du falsch. Da musst du eigentlich näher ran, wenn du genau treffen willst. Wenn du es so eröffnest, also Pi mal Daumen, ja, Trendlage stimmt, aus der Korrektur, zack, ich will unbedingt rein, ist auch voll okay, dass der Markt noch weiter gegen dich läuft. Deswegen kommt das Money Management hier ins Spiel, wo man eben dann diese Stop-Loss-Distanzen, wie ihr es hier gerade sehen könnt, die müssen kalkuliert sein. Also nochmal ganz wichtig, ich kenne die meisten Trader am Anfang, wollen die Verluste vermeiden um jeden Preis. Das heißt, sie wollen zwar einen Stop-Loss benutzen, weil der Schmidt und der Vogt sagt, nehmt einen Stop, wollen es tief im Inneren aber nicht und legen eben den Stop weit weg. Ne, ist ein Stop-Loss benutzt, aber ich werde schon nicht ausgestoppt. Wenn ich einen Trade mache, möchte ich ausgestoppt werden an einer bestimmten Stelle. So, und das muss kalkuliert sein. So, man erkennt, das Ding zieht los, also wirklich aus dem Stand. Ja. Man erkennt Teilverkäufe hier, hier und hier unten wurde der Trade letztendlich ausgestoppt. Kleines Problem hier drin, wenn man es ganz genau nimmt. Hier oben liegt ein Trendstop. Ja. Und der wird dann zum Bewegungsstop mit Berücksichtigung von Innenstäben. Man kann es hier erkennen. Wird also immer aufs Perioden hochgezogen. So, hier schaut mal, die erste Kerze schließt innerhalb des, der Spanne der Außenkerze. Jetzt geht der Stop zurück. Warum macht man eigentlich das? Weil man hier davon ausgeht, dass erstmal eine Korrektur in den Markt kommt. Deswegen möchte man Luft lassen, also das, wenn die kleiner ausfällt, Stichwort alternierende Korrekturen, dass es hier weitergehen kann. So, und als der Markt dann weiter runterrutschte und schaut mal, einmal, zweimal, dreimal, eingetaucht, gekauft, wurde etwas gemacht, was ebenfalls beachtenswert ist, nämlich, ihr seht hier nochmal den Originalverlauf, also ich habe es ja nachgestellt, hier sind die Original, wenn ihr es überhaupt erkennen könnt, ist so minimal hier. Hier wurde letztendlich dann die Trendgröße untersprungen, um den Gewinn zu sichern. Achtung, hier war der Einstieg, das war der erste Teilverkauf, das war der zweite Teilverkauf und hier unten war der Ausstopper. Ne? Also das nochmal vergrößert hier oben. Achtung, ich mache das mal weg. Und da ich nur einen Monitor habe, liegen jetzt die Fensterchen anders. Das bringt mich völlig durcheinander. Aber ich werde besser. So, und hier haben wir das Unterspringen der Trendgröße zur Gewinnsicherung. Und zwar, als hier unten nämlich immer wieder eingetaucht wird und dann wieder gekauft wird, ging derjenige, der den Trade eingesendet hat, dazu über den Stop, über den untergeordneten Trend zu führen, was er eh schon die ganze Zeit gemacht hatte, aber hier dann den nur noch reinzuklatschen, frei nach dem Motto, in diesem Bereich will ich haben, weil die Bewegung ausgedehnt ist, weil der untergeordnete Trend genau danach aussieht, dass die nächste Korrektur vielleicht höher kommt. Ja? Warum? Nochmal vom übergeordneten Bild. Ihr habt eine einzige Bewegung runter. Schaut es euch an. Hier ist keine einzige Zwischenkorrektur drin. Es ist eine einzige Bewegung runter. Und das ist oft der Punkt bei so einer einzigen Bewegung, die runtergeht, dass die Korrekturen stark reinkommen oder zumindest mal den untergeordneten Trend brechen. Wie man es hier sehen kann, hier liegt ein Trendbruch drin. Also ein unscharfer Trade, der perfekt aufging und eingesendet hat, den der Jochen Schmidt. Das ist ein Trader aus Stuttgart. Der hat bei einem Spezialwebinar, bei einem anderen Broker, US-Aktien war das Schwerpunktthema. Weißt du, ich kriege da eine Stunde lang Aktien gesagt vom Publikum, die ich analysieren soll. Das mache ich ja dann ganz gerne. Bei manchen Aktien denke ich, Gott, wie kann man nur so einen Scheißdreck sich angucken? Und dann kam das Ding. Und ich dachte erst,
Und irgendwann denke ich mir, das ist ja der Hammer. Und nach dem Webinar habe ich dann unscharf, klack, ein Short-Trade rein. Vielen Dank an denjenigen, ich hoffe, er guckt zu, der das damals gewünscht hat. Und das Ding lief perfekt. Ja. Kleine Fehler sind drin. Ihr habt es erkannt, Trendstop oder Bewegungsstop, ja, das ist so eine Geschichte. Und dann das Unterspringen der Trendgröße hat damit zu tun, weil ich ab einer gewissen Gewinnzahl oder ab einem gewissen Lauf, das ist meine persönliche Charakterausrichtung, einfach haben muss. Ich muss ran. Ich schaffe es nicht. Achtung, wie der Großmeister der Markttechnik, der Michael Vogt, immer sagt, lieber Gott, nimm mir meine Gewinne weg, indem die Korrektur reinkommt. Ah, nimm mir die Gewinne weg, damit sie noch mehr werden. Das mache ich nicht. Wenn einer, weil er die Möglichkeit hat, noch Trends zu überspringen, unterspringen, jetzt sagt, ich tue den laufenden Trade, den Gewinn mitnehmen, um nachher nach der nächsten Korrektur den letzten Ast zweimal zu kassieren, weil er eben die Korrektur nicht im Trade mitmacht, unten rausgeht, um oben wieder reinzugehen, wegen der nochmal unscharf und so besser. Das geht aber natürlich für die, die fortgeschritten sind, das geht ja im klassischen Verlauf nur, wenn du auch noch zwei, drei Trendgrößen unter dir hast. Gell? Wenn du ganz hinten im Tickchart bist, dann kannst du funktioniert. Natürlich kann ich dann auch Gewinne mitnehmen, natürlich, klar, aber was dann halt nicht geht, dass ich, um diese Gewinne mitzunehmen, auf eine noch tiefere Trendgröße ausweiche, um den Trend zu unterspringen, da bin ich ja bis hinten dran. Gell? Das ist eine andere Geschichte. Das ist ja das, wenn du so ein hippeliger Trader bist, der ich ja oft bin oder war, ja, wenn es jetzt um größere Geldsummen geht, hasse ich es, dass ich den Trend nicht noch kleiner machen kann, um den Stop entsprechend zu führen. Ich behelfe mir mit Teilverkäufen. Man kann das übrigens auch sehr, sehr schön sehen, wie der untergeordnete Trend, schau mal, wie das Ding rankommt, ist es ja ein Abwärtstrend soweit. Und hier beginnt die klassische Schwächelei. Deswegen habe ich mal gesagt, okay, ich habe von oben schon mal einen guten Rutsch nach unten mitnehmen können. Eine Position geht raus. Ich handle immer mit Dreier-Schritten. Also ich habe immer Dreier-Positionen durch drei teilbar, damit ich nicht groß denken muss. Ne? Also auch bei Aktien mache ich das so und habe also Teilverkäufe rausgehauen. Hier das Gleiche, da waren wir fast an der Hälfte der Bewegung hier. Ich bin da ein bisschen nervös, weil die letzten Tage waren ja so, dass der Markt genau in der Mitte der Anstiegsphasen nur noch hin und her ging. Das will ich nicht. Ja? Deswegen habe ich einen weiteren raus. Hinterher bist du zwar schlauer, aber für mich war der Trade hervorragend. Also ein sehr, sehr schöner Trade. Und das Tolle ist, ja, drei Tage lang eigentlich nur hingucken und nicht davor sitzen. Und das hat mir sehr gefallen. An der Stelle ganz kurz, Micha, das war jetzt absichtlich für mich. Ich habe diesmal keine Trades eingesendet bekommen. Freunde, lasst mich nicht hängen. Wir haben noch Trades in der Rückhand von Leuten, die ihr eingesendet haben, die noch nicht drangekommen sind. Aber bitte sendet ein. Und vielleicht macht das so nach dem Schema, wie ich es jetzt hier gezeigt habe, dass man den Trade halbwegs so aufarbeitet, dass ein Dritter nachvollziehen kann, wie war die Stopführung, was ist die Großwetterlage, was ist die Signaltrendlage, wie habt ihr euren Stop geführt und warum macht man manche Dinge, wie man sie gemacht hat. Das ist der Hintergrund dieses Webinars und auch der Hintergrund jedes Trading-Tagebuches. Denn wenn ihr solche Trades, solche Schönheiten oder auch Katastrophen macht und die festhaltet, und ein paar Monate später oder zwei Jahre später mal reinguckt, werdet ihr erstmal erkennen, welche Fortschritte ihr gemacht habt. Und das werdet ihr. Und dann sieht man auch fachliche oder handwerkliche Kleinigkeiten, wo man sich immer wieder verbessern kann und wo man rumschrauben kann. Bevor ich an den Michael übergebe, noch ganz kurz. Jemand oder mehrere Leute sagen zu uns, zeigt doch mal bitte Verlusttrades. Also der Michael und ich also Verlusttrades von uns zeigen, weil wir anscheinend den Charakter hier haben, als dass wir die Götter des Tradings sein und jeden kritisieren. Leute, es ist so bei mir, ich mache Live-Trading zweimal die Woche. Bei einem anderen Broker, da könnt ihr ja sehen, wie ich Verluste mache. Also wir halten jetzt nichts zurück, der Michael und ich. Und dass wir selbstverständlich Verluste haben, ja logisch. Welcher Trader hat denn keine, ja, der nah am Markt arbeitet? Deswegen, ich wollte den Trade nehmen, weil der passend war zum Thema Unschärfe. Und das war es jetzt auch von meiner Seite. Und ich gebe an den Micha. Das Bild hier, schaut mal links, ist dahingehend schön. Jetzt kann ich leider nicht auf der Folie rumzeichnen, weil das ist ja Jochen sein Bildschirm. Könntest du, wenn ich dich zum Co-Host mache. Warte mal, was muss ich da machen? Warte mal, das mache ich jetzt. Ich gebe dich als Host. Und dann kannst du nämlich deinen Bildschirm teilen. Dann... Das funktioniert jetzt nicht. Warte, ich weiß, dass ich falsch gemacht habe. Ich mache dich wieder zum Co-Host, aber du kannst über Kommentieren, kannst du sehr wohl bei mir malen. Aber du, schauen noch mal, dass wir die Folie von eben sehen. Das geht aber nur über Zoom. Und, was muss ich jetzt machen? Dich wieder freigeben? Nein. Ja, eigentlich schon. Wenn du mich nochmal freigibst, entschuldige. Heute klappt nichts mehr. Ich weiß auch nicht. Heute ist bei mir der Wurm drin.
Schau mal, Jochen, jetzt. Jetzt, genau. Und du hast doch jetzt in Zoom diese Leiste und da steht Kommentieren. Meistens ist die unten. Wenn du unten rangehst, klappt so eine Leiste auf, Bildschirm freigeben und so weiter und so fort. Und da müsstest du einen Bereich haben, wo Kommentieren steht. Aber ich sehe gar keinen Bildschirm von dir. Ach so. Ah, das muss ich noch kurz machen. Warte, warte. So, warte, warte. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Na, komm schon. Ah, jetzt komme ich nicht zu Zoom zurück. Sage mal. Heute ist der Wurm drin. Aber wirklich? Sag mal, was ist jetzt los? Da geht nur eins. Ich sage nur Stichwort Melmac. Oh, 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 oh. Hier hängt sich, glaube ich, gerade alles auf. Oh, wei, oh, wei. Warte mal. Du, es kann sein, dass ich mich vielleicht ausloggen muss. Also hier hängt alles gerade. Oder seht ihr irgendwie was? Nein, Jochen. Ah, okay. Nee, weil mir hängt sich das Programm auf, scheint mir. Ah, das ist schade, ärgerlich. Weil ich hätte gerne an der Grafik, wollte ich zwei, drei Sätze mal noch dazu sagen, weil das ein sehr, sehr schöner Verlauf ist, wo man die zwei unterschiedlichen Art und Weisen, wie die Korrekturen genau nebeneinander gesehen hat, wie die ablaufen. Das denke ich, wäre für viele jetzt sehr interessant. Micha, ich muss das Webinar, ich verlasse das Webinar kurz und komme gleich wieder. Ja? Ich logge mich gleich nochmal ein. Das müsste klappen, weil hier geht bei mir nichts mehr. Ich sehe Zoom nicht mehr richtig, ich kriege Fehlermeldungen. Und oh je. Also ich gehe jetzt kurz raus, ich bin gleich wieder da, ja? Okay, die Pizza ist da. Nein, keine Pizza. Der fingierte Fehler, damit der Pizza... Da bezahle ich Leute, dass sie mich anrufen. Ja. Alles gut. Während der Jochen rauf und runter geht, Frage in die Runde. Vielleicht kann man ja, nicht beim nächsten Mal, aber beim übernächsten Mal, weil dann habe ich auch wieder mein komplettes Setup hier zu Hause mit hier dabei. Vielleicht kann man Folgendes machen, dass man mal gemeinsam die Märkte durchgeht, jetzt weniger, um zu analysieren, wo die Märkte hingehen, als vielmehr, dass man mal überlegt, könnte interessant sein, die verschiedenen Aktien mal in diesen verschiedenen Ausrichtungen der Großwetterlagen nur mal anzuschauen, diese verschiedenen Charaktere von Bewegung und Korrekturästen. Vielleicht gehen wir die einfach mal miteinander durch. Dann wäre es halt aber nicht der klassische Verlauf, wir gucken uns einen Trade an, sondern dann gehen wir einfach mal 1000 Aktien durch. Nur, dass man mal vielleicht ein kleines bisschen, nur ein kleines bisschen, ein Gefühl dafür bekommt, was die anderen damit meinen, dass nicht jede Bewegung, nicht jede Korrektur und nicht jede Großwetterlage, also nicht jede Bewegung und nicht der untergeordnete Korrektur ist immer gleich aussehen und was damit gemeint ist mit Geschwindigkeit. Das könnte man zumindest mal sehen. Man kann es nicht immer herleiten, aber man könnte es mal anschauen. Ich tue es mit dem Jochen dann nochmal durchsprechen, wenn er da ist, dass wir es beim übernächsten Mal mitsehen. So, da ist der Jochen da, Jochen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, hier bin ich wieder. So. Ah, jetzt kann ich auch das Ding rüberschieben. Keine Ahnung, warum das nicht ging. So, jetzt mache ich was? Ich mache dich wieder zum Host. Genau, du machst mich wieder zum Host. Ja, liebe Traderinnen und Trader, das ist technische Perfektion, was der mich auch nicht hier bringen. Wirst du mal zum Host, ich werde zum Host, alle werden zum Horst. So, also, dann los. Okay, ja, genau. Jetzt müsstest du den Bildschirm sehen, lieber Micha. Ja. Ich mache den auch im Vollbild. Kann ich jetzt kommentieren? Das habe ich nicht. Genau, wenn du jetzt unten mit der Maus in die untere Bildschirmleiste gehst, müsste in Zoom eine Leiste aufklappen, wo auch dran steht Bildschirm oder Freigabe oder Bildschirm teilen. Ja. Da steht Kommentieren. Unter Kommentieren hast du Zeichenfunktionen. So ein Blödsinn. Nee, leider nicht. Warum? Ich kann es dir nicht sagen. Weil, wie gesagt, ich habe die Mac-Version. Das ist eigentlich... Ich weiß aber, woran es hängt. Nein, Quatsch. Es ist so, dieses Kommentieren von deiner Seite geht nur, wenn wir beide Co-Hosts sind, wenn wir beide gleichberechtigt sind. Das geht bei der Einstellung nicht. Sorry. Habe ich vergessen. Gut, dann lass das Bild mal so. Ja, ich lasse es so, genau. Meine Hand. Sei so lieb. Geh mal mit der Maus auf die rechte, höhere Korrektur. Ja, genau, die hier. Und mal sieh mal komplett nach unten bis zum tiefliegenden Punkt 2 durch. So, das wäre der eine Ast. Jetzt links die Korrektur daneben, die da ist. Genau, das Ding. So, das Ding. Und jetzt schaut mal hier. Da haben wir ja wirklich diese Korrektur. Diese ist ja wirklich mit, wenn wir reingucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Winkelschlägen nach oben. Gell? Die Korrektur. Also diese Treppenstufen wegen mir. Ja, also jetzt so mal gesprochen, wollen wir es nicht ganz so fachlich machen. Gell? Also, und die sind sehr ineinander verschränkt, die Korrekturen. Und jetzt gucken wir uns links nochmal die große Korrektur an, die links neben ist. Schaut mal, die fliegt mit einem Atemzug hoch und hat überhaupt keine Verschränkung zwischendrin. Also keinen untergeordneten Trend. So, und nichtsdestotrotz ist es ja auch eine Korrektur von dem, was oben drüber wiederum liegt. So, dass man das nur mal hat. So, jetzt links beispielsweise kommt der Markt nach oben geschossen, immer näher an die obere 3 dran. Ja.
ohne dass er so gesehen einfach jetzt gesprochen eine, was die Korrektur betrifft, eine irgendwie eine Architektur, eine Struktur aufweist, dann hänge ich natürlich ziemlich dahingehend, ich nenne es mal so, in den Seilen, dass ich ja wirklich nur mit Market Orders an irgendwie einfach unscharf reinschießen kann, weil ja gar nichts da ist. Genau, also aus diesen Höhen heraus, dass man eben sagt, jetzt kann er nochmal kommen. Ich kann mich nur an diesem linken orientieren. Genau. Und gut, auf der rechten Seite wiederum, jetzt der zweite Ast, den wir hatten, oder den ersten jetzt, nur so gesehen, von rechts, von links gesehen, das zweite, genau. Da wiederum passiert was? Wir haben zwar diese Korrektur, die ineinander sehr verschränkt ist, stellenweise, und dann aber, wenn sie nach unten durchfliegt, hat sie gar keinen Abwärtstrend. Ja, genau, das ist es, ja. Ja, also nur, dass man es mal hat und so, das begegnet uns ja permanent. Also links eine Korrektur, die keinen Aufwärtstrend aufweist, rechts die Korrektur, die sehr viele verschränkte Korrekturen aufweist und rechts wiederum ein Bewegungsast, der wiederum erst unter dem Punkt 2 das erste Mal einen Abwärtstrend aufweist. So, ganz und dann ist das nur in diesem Fall, in dieser einen Aktie so. Jetzt können wir in dieser Kombination, jetzt gibt es ja ganz viele Kombinationen davon, gell? Mal sauber, mal nicht sauber, mal hat da gar keinen Trend und so weiter. Und aus dieser ganzen Überlegung heraus, das ohne jetzt fachlich da tief einzudringen, nur hier haben wir sie ja nun mal allein zwei Varianten direkt nebeneinander, ne? Wissen nicht, dass es noch viele andere gibt. Oh, ja. Da heraus unter anderem ist ja die Geburtsstunde des fachlich unscharfen Handels, weil was soll ich denn machen, wenn die Großwetter der Lage so schön ist, aber auf meiner Signallage ich überhaupt nichts sehe. Genau. Ganz genau. Warte mal, ich gehe mal. Also das ist ein sehr schönes Bild für die, die ein bisschen länger auch dabei sind, wo die sagen, das ist der Alltag. Mal sieht eine Korrektur so aus, mal so, mal der Bewegungsast so und so und ich muss dennoch lernen, damit zu reagieren. Der Anfänger wird sagen, wo ist mein Signal? Der Fortgeschrittene sagt, die Frage muss ich anders stellen. Die Großwetterlage ist so schön, dass ich nicht mehr danach schreien kann, wo ist mein Signal? Sondern ich muss stellenweise schauen, dass ich andere Überlegungen mit rein. Weil was kann mit deinem Signal kommen? Es kann idealerweise vorkommen, das wäre die eine Variante. Okay, dann kommt es halt. Aber das wäre das dann zum Beispiel. Es kommt zu spät. Ja. Es kommt, aber danach, nachdem du eingestoppt bist, wirst du ausgestoppt und danach kommt es nicht mehr. Ja? Oder aber es kommt 3-4 Mal mit Fehlsignalen und dann ist der Trader nicht mehr da. Ein Signal kann, der eine oder andere kennt das vielleicht für die, die ein bisschen tiefer in der Markttechnik drin sind, ein Signal kann immer in 5 Varianten aufschlagen. Es ist völlig egal, ob das ein Indikator ist, ein untergeordnetes 1, 2, 3 oder 5. Es gibt keine 6, es gibt 5 Varianten. Das hat nichts mit der Marktphase zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie ein Signal auftreten kann. Hm. Der Trading-Anfänger sagt, naja, entweder ist es da oder ist nicht da. Wo kommen jetzt die 5 Varianten her? Ja doch, gibt es verschiedene noch. Und an dieser Stelle heraus ist das sehr, sehr spannend, ob ein Trader Stück für Stück, je länger er dabei ist, auch in der Lage ist, eben mit diesen verbleibenden 4 Varianten eines Signals umzugehen, für den Fall, dass es eben nicht kommt. Aber, und das ist der wesentliche Punkt, und beim Jochen sah das ja nun wirklich Bilderbuch aus, die Großwetterlage so schön ist, dass die Ausrede, ich hatte kein Einstiegssignal, einfach nicht gilt. Ja, mein Sieger, hinterher kann man sich immer schönreden, aber das ist ja nicht der Fall, weil das Ding ist eine absolute Schönheit. Das stimmt ja. Und ich habe das im Webinar erst auf den zweiten Blick gesehen. Ich dachte erst, dann guckst du genauer hin und denkst, Moment, hier ist ja alles da, was ich brauche. Also sofort rein. Das habe ich auch in dem Webinar gesagt. Ich habe gesagt, da macht man immer rum, sofort rein, Short, zack, Stop hier drüber. Natürlich kannst du es mit einer kleinen Position handeln. Viele Leute gehen dann her und sagen, jetzt setze ich alles auf eine Karte, mach das bitte nicht. Aber wenn ihr ein schönstes Signal habt, ich habe schon Signale vor der Apotheke kotzen sehen, ja, dass der Markt einfach nach oben durchgeht. Aber so eine Schönheit und vor allem bequem arbeiten und eben nicht im Hickhack stecken, der beginnt ja erst, dass der erste Trend da ist. Deswegen schön, dass der Michael es aussieht. Wir haben den Trade vorher nicht abgesprochen, nämlich ja nicht. Hier ist doch der erste Abwärtstrend zu sehen, wenn du es mal genau nimmst. Ja, hier ist ein kleineren, aber das ist doch der erste deutliche. Ja. Also wenn du jetzt hier warten willst, dass du das hier kriegst, möglichst von da oben, ist klar, rennt dir der Markt weg. Wenn du aber das übergeordnete Bild siehst, sagst du, es schreit ja förmlich danach, dass hier eine große Bewegung reinkommt, dann darfst du auch, sag ich mal, unscharf reinspringen. Wenn es kalkuliert ist, ganz wichtig, wenn es kalkuliert ist. Ja, Frage in die Runde, Frage in die Chat für die Teilnehmer, die ein bisschen länger dabei sind. Für den Trading-Anfänger, den nehme ich es jetzt wirklich nicht übel, wenn der eine oder andere sagt, ich verstehe die Frage gar nicht. Aber für die länger dabei sind, Frage, wer ist denn an dem Punkt schon dran oder vielleicht auch schon durch diesen Punkt, wo er gesagt hat, weil ich mich immer mehr mit der Großwetterlage auseinandersetze,
Dann wiederum ist mir aufgefallen, dass das Thema Einstiegssignal in seiner Form, ob es da ist oder nicht da ist, mir stellenweise nicht mehr hilfreich erscheint. Einzig. Ich muss also das noch ergänzend um weitere Fragen, weitere Fachthemen erweitern, weil ich nämlich sonst in einer schönen Großwetterlage, so wie hier, auf etwas warte, was nicht da ist. Frage an euch, gibt es den einen oder anderen, der das nachvollziehen kann, was wir jetzt nur mal so grob angesprochen haben? Oder gibt es den anderen, der sagt, ich weiß jetzt überhaupt nicht, vom was. Definitiv verständlich. Ich habe leider kein Malzeug jetzt hier gerade, sonst könnte ich malen noch ein bisschen. Das kommt nachher, ich habe gerade noch nichts zu malen. Okay, es gibt einige, die es nachvollziehen können, gell? Einverstanden. Ach, der Kai ist auch da. Hallo Kai, Grüße. Dass man das hat. Und es ist deswegen auch nachvollziehbar, völlig nachvollziehbar, dass ein Trading-Anfänger, den wir ja alle oder einige von euch auch noch sind oder dies einst mal waren, natürlich, solange wie sie das Thema der Sinnhaftigkeit einer Großwetterlage, die ich ja nur ausnutzen will, Trading heißt, ich habe eine Großwetterlage, die ich ausnutze. Genau. Weil ich die Frage beantworten kann, wer kauft nach mir? Ja. Guck mal, Jochen, wie das geht. Das ist wie Zauberhand hier. Siehst du das? Ja. Magie. Ja, und dahinter der See mit dem Nebelwald kommt die Herrin des Sees und gibt der Excalibur den neuen Indikator. Ja, genau. Oh Mann, also was ich sagen möchte ist, in dem Moment, wo das mit der Großwetterlage immer mehr um die Ecke kommt, verschwindet die Wertigkeit von diesem Versteifung auf ein einzelnes Signal, weil dir nämlich dann in schönen Großwetterlagen zu viel verloren geht und du irgendwann an den Punkt kommst und sagst, hä? Wenn ich mir so viel Mühe mache für die Großwetterlage, aber auf der anderen Seite immer nach einem Signal warte, das passt doch dann nicht mehr an irgendeiner Stelle. Es gibt viele Trades, da passt, aber zu viele entgehen dir auch. Und Das ist dann die Tür, wo du in dem Haus Börsenhandel eine Etage oben drüber kommst. Und das ist nochmal eine große Etage mit verdammt vielen Räumen. Und das ist dahingehend eine interessante Etage, weil du dann eine Menge Trader da oben triffst, die eben ganz andere Fragen stellen und die auch an diesem Punkt sind wie du, wo du sagst, Mensch, es ist doch schade, stundenlang den Markt rum zu analysieren, um nachher festzustellen, dass mein Signal nicht kommt. Genau. Gell? Ich habe mir lang versucht, so zu behelfen, dass ich gesagt habe, ja gut, wenn es nicht kommt, dann kommt es nicht. Genau. Morgen ist die Börse auch auf. Oder anders gesagt, ich bin der Chef. Der Markt muss so aussehen, wie ich es will. Das war für mich ein Riesenerfolg. Weil ich gesagt habe, ja, wer zwingt dich denn zum Traden, Jochen? Wer denn? Ja, nur du selber, das war doch. Nur, aber genau das, was du sagst, mich einmal erkennt irgendwann, die große Lage ist top, die GWL. Du kriegst aber dein scheiß Signal nicht. Und du kannst fast schwören, dass das Ding losrennt ohne Ende. Und dann ist genau das, was bei mir erst in den letzten 2-3 Jahren zu beobachten ist, dass ich ab und an auch so einen Trade dann machen und sage, hey, komm, nehme eine kleinere Positionsgröße, weil das Top relativ weit weg liegt, aber ich muss da rein, ich muss, es gibt keine Diskussion mehr, ich muss hier rein. Ja, und nochmal, wie du es im letzten Webinar auch gesagt hast, komischerweise, man braucht Jahre dafür, Jahre, um das dann umzusetzen. Früher wäre das nicht gegangen, von meiner Seite. Also ich hatte seit langem, es war ja gut Corona-bedingt, auf der World of, einen interessanten Vortrag bei der World of Trading, jetzt im Oktober, nee, wann war die, September, also jetzt vor ein paar Wochen. Und da ging es unter anderem um die Sinnhaftigkeit, also hast eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde knapp, gell, kannst nicht viel machen, aber da hatte ich diesen Vortrag gehabt, mit diesen Wertigkeiten, Großwetterlagen, Signallagen und wie diese miteinander am Ende über die Zeit hinweg verschwindet. Also die Wertigkeit des Signals am Anfang groß. Wenn ich dann ein bisschen malen kann gleich, wir müssen die Bildschirme nur wechseln, dann kann ich da ein bisschen... Aber schade, dass das nicht geht, weil wenn ich ein Coaching habe oder Einzelunterricht, die Leute können bei mir malen, aber da habe ich ja auch ein anderes Webinarformat oder wie nennt sich das? Zoom-Meeting bin ich da drin, aber das ist Zoom-Webinar. Vielleicht geht es deshalb nicht hier bei uns beide. Ja. Na, gucken wir mal. Also hier, ein schöner Trade und nochmal, vielleicht nochmal zusammengefasst, Jochen, korrigiere mich nur nochmal für den einen oder anderen Trader. Das Interessante bei dem Trade ist, dass der Trade selber in seiner Struktur, also in der ganzen Herangehensweise, ja auf 3 Trendgrößen beruht. Genau. Auf der Großwetterlage, wo man sagt, fantastisch, wer kauft nach mir? Das heißt, der Trade hat unten drunter einen Punkt 2. Wir sind ja auf der Shortseite unterwegs. Das ist der fette unten in dem Grafiken. Gell? Und der bestehende Abwärtstrend ist jetzt dahingehend in seiner Struktur eindeutig, weil die Korrektur der Großwetterlage ja vorbei ist. Jawohl. Wir sind dort in dem Bewegungsast drinne. Das heißt, ich handle nicht die Korrektur unscharf der Großwetterlage, sondern ich handle den beginnenden Bewegungsast der Großwetterlage. Punkt 1, das ist der erste Trend. Wenn ich mir in diesem
Bewegungsast jetzt der Großwetterlage den untergeordneten Ast angucke, den Bewegungsast, das ist der zweite Trend, dann sehe ich, dass das schöne, nee, den nicht, den IT da, dann sehe ich, dass dieser Bewegungsast auch wiederum ein Trend aufweist, der auch in der Korrektur ist. Nur der im Vergleich zur Großwetterlage oben drüber war noch nicht in dem Bewegungsast, sondern den tust du ja oben abfangen. Gell? Das kann, hätte noch ein Stück weitergehen können oder. War alles nicht der Fall, das ist dann gleich runtergeklatscht. Das heißt also, er war so gesehen, was die Marktphase betrifft, eine vor der Marktphase der Großwetterlage, weil die war ja noch nicht in der Bewegung, dieser Bewegungsast. Gell? Genau. So. Ja. Und jetzt rutscht der Markt nach unten und weil er so schnell und zügig nach unten rutscht, kommt jetzt die dritte Trendgröße bei diesem Trade ins Spiel, die jetzt wiederum relevant ist, nicht mehr für den Einstieg, weil das ist ja alles schon Geschichte, sondern nur für die Tradeführung, weil wir unter die 2 gerutscht sind, jawohl, in der Signaltrendgröße, so weit runtergerutscht, in so einem Atemzug, in so einem Bums darunter, wo man sagt, oh Mist, wenn das Ding jetzt zu schnell zurückkommt, geht vielleicht zu viel weg, wir haben nichts. Genau. Dann lass uns in die untere, also dieses Unterspringen, also in die eigentlich nicht dazugehörige Trendgröße, nimm die zur Stoppsetzung. Den Trade weitergeführt, könnte man jetzt sagen, wenn der Korrektur wieder raufgeht, nimmt man ihn wieder auf, weil unten die 2 ja immer noch offen ist. Genau, zum Beispiel. Dass man es hier nochmal in diesem Bereich nochmal genauer anguckt. Aber was mich nochmal, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt der Tollste bin. Ne? Ich sage es immer wieder dazu, wenn man Trading-Webinare macht, die Leute denken immer, man hat nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag in den Spiegel zu gucken und zu sagen, was bin ich für ein geiler Trader? Deswegen zeige ich eure Trades. Hier stecken ein paar handwerkliche Dinge drin, die mir selber nicht gefallen. Zum Beispiel, ich habe eigentlich fast eine 5-Sterne-Plus-Geschichte, wie es der Micha gerade erklärt hat. Der große Abwärtstrend ist im Bewegungsschub. Ich habe hier einen Abwärtstrend. Warum bin ich so nervös bei diesen Teilen runter? Dass so eine Bewegung kommt, ist eigentlich fast normal bei dem Signal. Warum halte ich es nicht aus? Das schreibe ich zum Beispiel in mein Tagebuch rein. Warum machst du die Teilverkäufe, Alter? Hättest das Ding doch komplett gehalten. Da ärgere ich mich manchmal grün und blau. Weil nochmal, Teilverkäufe mache ich in der Regel bei weniger schönen Setups. Und da hilft es auch sehr. Aber bei so einem Setup sollte ich eigentlich durchhalten. Ja, ich soll es durchhalten, weil so ein Lauf, dann kriegst du den selten genug, finde ich. Ja. Also, aber das sind zum Beispiel Kritikpunkte, die ich mir jetzt gegenüber selber äußere, ohne dass ich mich runtermache oder so. Aber das ist das Einzige, was mir so einfällt, dass das besser laufen hätte können, was die Gewinnmitnahme angeht. Ja. Okay, Micha, danke für dein Äuglein auf das Ding hier. Ich hatte Jochen für die anderen Teilnehmer, den hatte ich, wo du gerade hier dein Setup rauf und runter gemacht hast. Nochmal, also hier den Rechner, mal gesagt, nicht im nächsten, aber im übernächsten, wenn bei mir auch das Setup jetzt wieder, dass ich hier noch nicht mit dem Rechner mache, dann hätte ich den Vorschlag vielleicht mal, dass wir vielleicht statt alle Trades zu durchsprechen, wir vielleicht mal in die Märkte reingehen. Okay. Gehen Sie mal nacheinander so durch. Ja. Einige, nur mal jetzt nicht, um zu sagen, der Markt geht da und dahin, sondern diese Überlegung, dass man mal ein Gefühl, nur ein Gefühl dafür, das sind ja fachlich wirklich sehr tiefe Gänge, aber dennoch ein Gefühl dafür bekommt, wie die unterschiedlichen Strukturen aussehen können. Genau. Weil oftmals hat man ja ein Thema verstanden im Börsenhandel, was einen nur verrückt macht, dass ein und das, obwohl ich es verstanden habe, an diesem Beispiel, an diesem Dreh, an diesem Chart, jetzt der nächste Chart, der irgendwie ganz anders aussieht und ich eigentlich, ist es ja nur eine Variante von dem, was du verstanden hast. Bingo. Ist das was ganz Neues oder ist das nur eine Variante von dem, was ich verstanden habe? Also, dass man da mal ein bisschen schaut, was damit immer gemeint ist, mit diesen unterschiedlichen Strukturen oder aber was Geschwindigkeit im Markt ist. Können wir ja vielleicht nicht beim nächsten, aber beim übernächsten Mal durchgehen. Gerne, weil daran hängt es ja im Endeffekt. Die meisten handeln nur einen Markt den ganzen Tag. Das mache ich ja auch. Ich handle auch noch wenige Märkte auf den kleinsten Zeiteinheiten. Der Witz ist aber, wenn du halt über verschiedene Märkte rübergehst, Handelsvorbereitung, Kippe, Kaffee bei mir morgens, guckst du Märkte an, 12 Stück für den Kurzfristhandel oder sage ich mal Handel bis 10 Minuten Haltedauer und so weiter und so fort. So, und dann ab und zu eine Einzelaktie oder noch ein paar Dinger und wenn da halt sowas dann ins Auge sticht, das ist dann schon gigantisch. Und je mehr du das übst, desto weniger foppt es dich, wenn du es in einer anderen Variante siehst, wie es der Micha sagt. Deswegen, man kann euch tausendmal sagen, 5 Sterne plus Setup. Ja, wie sehen sie denn aus? Ja, meistens eben nicht so, wie man sie hinmalt, sondern es verzerrt ja immer noch durch die Kerzen. Ne? So. Aber das ist dahingehend, ich habe einiges in den Büchern auch, Band 2 und Band 3 der Händler. Mhm. Wenn wir Börsenhandel üben würden, indem wir in Frankfurt, in Chicago oder wo auch immer
vor 20 Jahren, wo es den Parketthandel noch gab. Und wir würden uns da in die irgendwie dort aufhalten. Und du könntest den Börsenhandel auf der spekulativen Seite, gell? Wir sind hier in der Regel ja nur bei den Privaten auf der spekulativen Seite unterwegs oder ein Großteil der Privaten ja. So, und wenn du da das lernst, dann hast du ja das Visuelle nicht nur, sondern auch das Auge. Du kannst mit Leuten reden, machen und hören und machen und tun. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben, was unsere Sinne betrifft, so albern wie das klingt, aber das muss man sich jeden Morgen, wenn man die Rechner hochfährt, immer wieder mal verständlichen. Das Einzige, mit wem du kommunizierst im Börsenhandel, ist mit dir und dem Chart. Und an Chart gleich also Optik. Ganz und genau. Ich darf, die Optik muss ich lernen zu meinem Freund und niemals zu meinen Feind zu machen. Und ich kann den Chart mit seinen ganzen so verbiegen, vermachen, vertun, dass ich das, was ich einzig als Hilfsmittel habe, ein Bild, ich habe nur ein Bild, nichts anderes. Ich und ein Bild, ich und ein buntes Bild. So, mehr nicht. Das muss ich schauen, zu meinem Freund zu machen, wissentlich, dass dieses Bild eben, obwohl verstanden, in verschiedenen Varianten sein kann. Und es gibt nichts Schöneres, also mir geht es gerne so. Und heutzutage gibt es die tollsten Plattformen dazu, wo man das so schön üben kann. Also ich mache das gerne, auch wenn ich im Auto irgendwo sitze, als Beifahrer irgendwie oder unterwegs oder wo auch immer, dass ich mir Charts rückwirkend angucke. Also das, es gibt für mich nichts Schöneres, wie Charts einfach so anzugucken, wo ich sage, guck mal, wie diese eine, was du weißt, in dieser neuen Variante einfach auftaucht. Gell? Das ist wie, du hast verstanden, was ein Wald ist und ein Waldweg ist. Aber beide zusammen in Kombination Wald und Waldweg, das kann ja in so viel Kombination auftauchen, wo du sagst, immer wieder neu. Und gelingt es dir, diese Grundvariante, diese Basic von dem einen oder anderen in dieser unterschiedlichen Weise wiederzufinden? Das ist unter anderem ein wesentlicher Punkt des Lernens, wo man auch immer wieder neu dazulernt. Und hier sehen wir es ja wirklich, Bilderbuch in diesem Trade, wie zwei Korrekturen. Die erste und die zweite links daneben, was wir vorhin hatten, wie die unterschiedlich ja nicht aussehen können und dennoch sind es beides halt die Korrekturen und genau. Die danach folgenden Bewegungsäste. Und das Merkmal ist, dass diese Bewegungsäste eben kein Einstiegssignal haben. In diesem einen Beispiel jetzt nochmal. Gell? So, los, dann gehe ich mal rüber zu meinem Trade. Ja, gibt es auch, was der Michael gerade gesagt hat, ist sehr interessant. Der Parketthandel, die Zeit des Parketthandels, die Pits, ne? Es schreien, es fuchteln, das hat ja schon einen Flair. Schade, dass ich das mehr oder weniger nicht im Original mal sehen habe können. Aber da gibt es einen sehr, sehr guten Film, den gibt es kostenlos auf YouTube, eine Doku, der heißt Floored. Also wieder Floored. Und das ist eine Doku über die Umstellung des Parketthandels auf den elektronischen Handel. Und da gibt es so viele Trader, die dort interviewt werden, die Riesenprobleme haben mit dieser Optik. Es ist nur noch die Optik. Du hörst nicht mehr das Parkett. Du siehst nicht mehr, wenn der Chefhändler von Goldman Sachs ins Parkett reinkommt oder in der Pit reingeht. Du musst es alles abstrakt über diese Optik bearbeiten. Also wen das interessiert, Floored heißt der Film. Ich habe den deutschen Titel vergessen, ich gucke es immer auf Englisch an. Also der Übergang damals vom Parkett zum elektronischen Handel, wirklich empfehlenswert. Guck mal bei YouTube nach. Okay, so. Micha. So, dann machst du mich zum und dann habe ich hier, kann ich ein bisschen rummalen. Jawohl. Warte. Genau. Das ist eigentlich der Grund. Ich mag sowieso kein Windows per se jetzt nicht, aber bei Mac und Zoom hat das. Ja. Schade, weil normalerweise Zoom ist wirklich ein gutes Programm, dass man dieses Hin und Her, aber ich glaube, es hat damit zu tun, in Zoom-Meeting kann ich das ohne Probleme machen, aber Zoom-Webinar geht es nicht, dass du bei mir oder ich bei dir rumsudel. Oder warte mal, wenn wir gerade schon dabei sind, Entschuldigung, liebe Traderinnen und Trader, ich weiß, das sollten eigentlich Dinge sein, die man vorher bespricht, aber erst jetzt tritt das Problem halt auf. Ich sehe nämlich bei mir hier auch keine Kommentierenleiste. Also ich kann bei dir gerade auch nicht reinpfuschen. Okay. Und das geht nur, wenn wir beide Co-Hosts sind. Also wenn wir Co-Hosts sind. Aber hier ist immer nur einer der Haupt-Hosts, deswegen geht es nicht. Okay. Also jetzt, mein Malen seht ihr jetzt, gell? Jawohl. Ah, jetzt fühle ich mich komplett, weil ich kann rummalen. So, warte, jetzt mache ich... Das hast du schön gemacht, Michael. So, warte, schön gemalt. So, guck mal. Okay, sehr schön. Okay, dann geht's los. So, und zwar machen wir erstmal den Trade und nachher tun wir alles andere durchsprechen. Sekunde. Bin gleich wieder da, 2 Minuten, ja? Bin gleich wieder da. Eine Stunde Pause, immer nach der Stunde mache ich eine Pause, eine kleine. Danke.
Ah, die Gewerkschaft, sonst kommt die Gewerkschaft nicht ab. Nein, bin gleich da. Gut, dann warten wir noch eine Sekunde jetzt, bis der Jochen zurück ist. Vielleicht aber, weil vorhin die Frage kam, kann ich zwei Sätze nochmal dazu sagen, bevor ich auf den eigentlichen Trade eingehe, weil hier war nur die Frage von dem einen im Chat. Korrigiert mich nochmal mit den fünf Varianten eines Signals. Sekunde, ich gehe mal hier auf irgendeine andere, ich male es mal hier hin, weil ich hier eine freie weiße Fläche habe. Male es hier nochmal schnell hin. Also angenommen, du hast eine schöne Großwetterlage. Nur mal angenommen, ich mache diese fünf Varianten in der Schnelldurchführung, gell? Nur mal in der Schnelldurchführung. So, Variante 1, du sagst hier, ich warte auf einen schönen Umkehrstab. Nur mal als Beispiel. Das Signal ist austauschbar, die fünf Varianten, die es da gibt, und es gibt keine sechste, die tun wir jetzt fachlich nicht groß aufklappen. Die erste Variante ist natürlich, der Umkehrstab kommt und alles ist prima. Das wäre die erste. Die zweite wäre was? Der Markt macht jetzt hier eine schöne Korrektur, macht jetzt hier irgendwelche Perioden, aber fliegt halt runter. Das heißt, die zweite Variante ist, die Großwetterlage ist schick, nur dein Signal, was du hier suchst, das kommt gar nicht vor. Das erste, es kommt vor, das andere, es kommt nicht vor. Die dritte Variante, die Kurzfassung davon, nur weil die Frage war, gell, ist, dass du hier oben einen Umkehrstab suchst oder irgendein anderes Signal, aber hier kommt das nicht, sondern dein Umkehrstab kommt erst hier unten. So, das heißt, dein Signal kommt, aber es ist viel später wie da, wo du es haben möchtest. Also der Abstand zu dem Abstand, hier unten ist die 2, ist viel zu groß, als wie dass das Signal noch zu deiner Handelsausrichtung gehört. Nochmal. Das Signal kommt so spät, dass das nichts mehr mit deiner Handelsausrichtung zu tun hat. In unserem Fall, jetzt hier in diesem Beispiel, wollten wir aus der Korrektur heraus handeln. Das heißt, du hättest hier oben reingewollt, jetzt kommst du kurz vor der 2 ist. Das heißt, es kommt zwar, aber es kommt zu spät. So, einverstanden? Das wäre die dritte Variante. Das wäre die hier. Die vierte ganz kurz auch nur angerissen. Die ist ein bisschen komplizierter. Stell dir mal Folgendes vor. Wo male ich denn die jetzt hin? Die muss ich hier oben hin malen. So, nur mal ganz kurz angerissen. Dein Signal kommt, ob es an der richtigen Stelle kommt oder an einer späteren, ist völlig egal. Jetzt passiert aber Folgendes. Du ziehst hier jetzt kommen die nächsten Perioden, jetzt wirst du ausgestoppt und jetzt fliegt der Markt nach unten. Also ein bisschen, im Grunde ist es total simpel, man muss sich nur reindenken. Also dein Signal kommt, auf den Weg in deine super Großwetterlage wirst du aber ausgestoppt und jetzt willst du wieder rein, nur jetzt kommt kein Signal mehr. Albtraum, dein Signal kommt, du wirst ausgestoppt, du willst wieder rein, weil die Großwetterlage noch schick ist und wartest auf ein Signal, was jetzt in der zweiten Folge nicht mehr kommt. Das ist das hier. Und die fünfte Variante ist der Klassiker. Du hast also irgendeine Großwetterlage, die schick ist. Jetzt kommt dein Umkehrstab. Du nimmst ihn zum Einstieg ausgestoppt. Jetzt kommt wieder dein Umkehrstab hier. Du nimmst ihn, du wirst ausgestoppt. Wieder dein Umkehrstab wirst ausgestoppt. Du wirst 3, 4 Mal hintereinander ausgestoppt. Egal, irgendwie. Und jetzt hast du entweder keine Zeit oder keinen Bock mehr. Das heißt, jetzt wiederum kommt das Signal, was du brauchst. Es ist immer noch in Richtung deiner Handelsausrichtung. Das heißt, es kommt immer noch an der richtigen Lage. Nur es kam halt vorab 3, 4 Minustrades und jetzt bricht es durch. In unserem Fall jetzt auf der Short-Seite. Nur der jetzt fehlt, ist nicht das Signal, das kam ja, sondern der Trader ist nicht mehr da. Entweder weil er keine Zeit oder keinen Bock mehr hat oder weil er eine Runde um Block drehen muss, weil er das verknusen muss, was da gerade auf seinem Konto passiert ist. Oder. So, das wäre die fünfte Variante. Ich weiß jetzt nicht, irgendeiner im Chat hat es gefragt, mit diesen fünf Varianten eines Signals. Und das hat nichts mit dem Umkehrstab zu tun. Das ist jetzt nur ein kurzes Beispiel. Das kann man fachlich ganz weit, weit aufklappen. Da können wir uns also locker einen Tag dran aufhalten an diesen Themen. Locker, um das aufzuklappen, was man eliminieren muss. Und jeder Trader braucht, also nicht als Trading-Anfänger, auch nicht als Fortgeschrittener, aber so ein bisschen fortgeschritten im Sinne eines schon erfahrenen Händlers, muss auf diese fünf Fragen, genau genommen auf vier Fragen, weil das erste wäre ja, es kommt an der richtigen Stelle, eine Antwort haben. Eine Antwort haben. Wie gehst du mit deinem Signal in einer Großwetterlage, die dir relevant ist, um, wenn das Signal zu spät kommt? Stell das mal einem Trader die Frage, dann weißt du, ob er fortgeschritten oder erfahren ist oder ob er noch am Anfang ist. Wenn er am Anfang ist, versteht er die Frage gar nicht. Wenn er so ein bisschen fortgeschritten ist, mogelt er sich so um die Antwort drumherum. Wenn er ein bisschen länger dabei ist, sagt er, wie geil ist denn diese Frage? Darüber habe ich 300 na, 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 Aufzeichnungen in meinem Tagebuch schon gemacht, weil genau das ist gerade meine Baustelle. Frage in die Runde, kann der ein oder andere was mit diesen fünf Ausrichtungen, also mit den fünf Varianten anfangen, oder war das jetzt nur noch für den einen, der gefragt hat und der Rest sagt, oh, ich bin kurz vorm Wegschalten?
Das ist immer so schön, wenn man nach 2 Minuten zurückkommt. Ich habe mir meine Pizza bestellt. Und dann diese Kunst. Jochen, wir sind nur noch alleine. Ich und du. Der Rest hat abgeschaltet. Du kannst über deine Pizza reden. Es ist keiner mehr da. Und dann mache ich die Kamera an und sage, ich bin nackig. Guck. Nein, das ist super, weil sage ich mal, eigentlich sind das ja Verlaufsformen, wie man sie immer durchdenkt von einem Trade. Ne? Also ich gehe immer davon aus, dass der Trade ja schief gehen kann. Was passiert, wenn? So denke ich ja auch immer strukturiert durch. Und deswegen diese 5 magischen Teile, die du aufgemalt hast, ja klar, ja. Was kann es sonst geben? Und wenn jeder, der jetzt ein bisschen dabei ist, länger schon, wer sagt, das sind ganz, ganz, also im zweiten Etage oder dritte, wie man es will jetzt, also fakt nicht mehr in der Lobby vom gedanklichen Gebäude Börse, ne, sondern schon ein paar Etagen drüber, sind das gigantische Räume, wo ganz viele Händler sich sehr intensiv aufhalten, die überhaupt nicht die Frage stellen, gehe ich nun MACD 11, 12 oder dann rein oder am 7. oder am 8. Alles egal. Aber diese Fragen muss ich beantworten, weil mit diesen Fragen wird mein Trading unter anderem entschieden. Weil es ist ja egal, welchen gleitenden Durchschnitt ich nehme, ob ich nun am 3. oder am 4. Bar reingehe oder nur Dienstagshandel. Das für alles, was da kommt, passiert ja nach dem Signal. Also für was ich mich festgelegt habe oder für was ich mich entschieden habe. Und genau an der Stelle, da wird es halt spannend. Oder eben am Anfang etwas nebulös, was es sein darf. Aber deswegen gibt man ja zumindest mal den Hinweis. Wir haben das jetzt nicht an und nicht durchgesprochen. Aber das ist wirklich spannend. Und viele, viele Trader erleben dann eben dieses, das Signal kommt gar nicht. Und das ist ja genau diese Variante. Die zweite nebenbei bemerkt. Deswegen ist mir das nur aufgefallen. Das war ja das, was beim Joch in dem Chart diese Bewegungsäste nach unten, jetzt können wir es nicht wieder zeigen, aber der eine andere hat das noch, da ging ja der Markt strich nach unten, oder dass es ein Signal gab. Mhm. Jochen, bei dem ganz genau. Wo du sagst, was mache ich denn jetzt? Also nehmen wir mal an, das wäre deine Signalebene gewesen. Ja? Du sagst, da brauche ich auch eine Antwort drauf. Gell? Das meinte ich ja mit diesem, ich habe erstmal einen Trendstop gelegt, da oben, wegen Unjav. So, weil normalerweise hätte ich gewartet, dass hoffentlich ein Abwärtstrend entsteht. Also sprich, warte, dass das Ding erstmal rutscht, dann nochmal hochkommt. Und wenn es jetzt nach unten geht, okay, dann wäre es ja fast ein besseres Signal, wenn du auf ein Signal wartest. Aber hier ist Großwetterlage und Signalebene in einem. Das ist der große Unterschied. Und Michael, wir sollten hergehen und das jetzt auch irgendwie im Internet zu bewerben mit diesen 5 Varianten wirst du erfolgreich. Ne? Du kennst es, ne? Es ist ja keine Variante. Es ist ja keine Variante zum Einstieg, sondern wäre ein des Einstiegs. Gell? Aber genau. Ja, aber das ist der Markttechnik nicht drin. Gell? Also das sind weit andere Themen. Das sind Seminarthemen beziehungsweise in den Händlerbuch rein. Weit hinten dran, weil hier einer im Chat das fragt. Ja. Na gut, Jochen, wie ich sehe, sind wir doch nicht ganz mehr alleine. Also will heißen, die sind wieder zurück. Ja, sind alle wieder da. Alle wieder da. Schön. Ich habe keine Pizza bestellt, nein, weil jemand fragt, Diavolo, nein, ich bestelle immer pakistanisch, wisst aber warum, es ist völlig Thema verfehlt, aber das bleibt warm, weil dort ist dermaßen viel los in dem Pizzaservice und wenn du dann eine Pizza bestellst, die nach einer Stunde kommt, ist sie kalt, deswegen esse ich immer. So, und jetzt ist aber gut, zurück zu Micha, zum Bund-Trade, gell? Oder was ist also, das hier, interessanter Trade vom, ich muss nochmal drauf gucken, das war der Thomas Lenber, ich weiß nicht, vielleicht ist er auch mit drauf, sehr umfangreich als PDF uns hier mitgeschickt. Sehr schön. Die Geschichte, ein sehr schöner Trade. Ist ja sogar hier. Siehst du, hello hier. Okay, ist er das? Bist du der den eingeschickt hat? Okay, weil oftmals sind die ja irgendwie nicht mit dabei. Genau, na passt doch. Okay, so wichtig war, also was ich interessant fand, war der Einstieg zu dem Trade ist, dass dieser Trade einer war, weil die Tage zuvor hatte er eine, ich jetzt mit eigenen Worten, ich tue das immer abkürzen, ne? Er hatte eine nicht durchgeschlafene Nacht aufgrund der Ergebnisse vom Vortag. Oh, okay. So, Frage in die Runde erstmal, wer kennt diese nicht durchgeschlafenen Nächte, die mitunter einfach der Chart mitunter zur Folge hat, mit allem, was da kommt, nicht durchgeschlafene Nächte? Also jene Situationen, also wer kennt jene Erfahrung von Staunen, Furcht und Faszination, die einen einfach übereinkommen, wenn er außer Atem seine Position beobachtet? Okay, ich glaube, so ziemlich jeder, Furcht und Faszination. So, man erstarrt nachts vor lauter Grübelei, manchmal aus Zorn, manchmal aber auch aus Freude. Hurra, man kann kein Auge zumachen. Das ist nebenbei bemerkt, ich hatte es die Tage schon mal erklärt, warum ich sehr ungern freitags trade. Mhm.
Also das ist bei mir nun mal so ein Tick. Das ist, aber im Grunde kann man ihn erklären. Ich tue ungern freitags so nachmittags rumtraden, obwohl man kann es nicht. Aber wenn ich würde oder wenn ich könnte, würde ich es eigentlich ungern machen. Weil wenn der Freitag tags, warum auch immer, mit Minus abgeschlossen wird, bist du den Samstag und den Sonntag angegriffen in irgendeiner Form. Du kannst es ja nicht gleich korrigieren. Du Ja, bist 2 Tage da einfach. Und wenn du Freitag gut bist, dann wo ich sage, dann komm, egal, Schluss. Je nach, das geht nicht immer, je nach Position und Trendgröße geht das halt nicht, aber das ist ganz grob gesprochen. Also ich bin keiner, der gern Freitagabends rumhandelt, wenn es gerade so an der Plus-Minus-Null-Kurve oder was auch immer gerade im Intraday-Bereich jetzt, wenn es darum geht, jetzt. Hättest das mal mir damals gesagt, kurz bevor mich meine Ex verlassen hatte, wenn es in Richtung Wochenende ging und der Freitag fürchterlich war, dann war das Wochenende auch kaputt. Ja? Das ist ja wirklich so. Übrigens wegen Schlafen. Ich habe irgendwann in mein Tagebuch mal reingeschrieben, komisch, beim Einschlafen habe ich vor dem Trading an ganz andere Dinge gedacht. Jetzt denke ich an große, steile, grüne Kerzen, die durch Vortageshochs marschieren. Ohne Witz, davon habe ich geträumt teilweise, so bewahnt war ich. Ja. Aber das ist diese Erfahrung, die man gemacht hat, mit der einfach die Erfahrung vom eigenen, wie sagt man, die Erfahrung mit dem eigenen Ich, gell? Ja, genau. So, diese, und ich denke, das ist diese eigene innere kleine Stimme, die es da einfach nur mal Existenz ist. Dieser kleine Teil eines Traders, den man wegen mir sogar als unnatürlich oder übernatürlich nennen kann. Der ist der, der dich nachts manchmal wach hält, gell? Und sicherlich gibt es den einen oder anderen Trading-Anfänger, der sagt, un- und übernatürlich stimme dich, ist alles Quatsch, ja? Alles Blödsinn, wo das ist für Esoterik. Jetzt müssen wir Ja, nur genau, noch das Bild doch im Hintergrund, das Sehbild, das hat zu passen. die Kette und die Kartenlegerei, gell? Und ja, das große Assistent und was, alles Quatsch, aber dennoch, eine Ahnung dessen, wo, was dieses nachts einen umtreibt, obwohl die Charts einfach aus ist, das ist ja wirklich nur für den möglich, der wirklich mal kennengelernt hat, was es bedeutet, durch diese überwältigende und süchtig machende Erfahrung eines Charts, der live sich bewegt, gell? Jawohl, ja. Süchtig machen, das ist das richtige Wort. Ich habe mich lange gefragt, ob ich süchtig bin. Ich habe früher gedacht, spielsüchtig. Ne? Das hat mal jemand zu mir gesagt, das ist ja alles nur gezockt, du bist spielsüchtig. Und dann habe ich mir wirklich Gedanken darüber gemacht, also, bin ich ein Zocker? Bin ich spielsüchtig? Weil du stehst auf, du trinkst nicht mal einen Kaffee, du machst sofort einen Rechner an. Und bevor du noch die erste Zigarette und Kaffee drin hast, machst du schon einen Trade. Also das habe ich mal gesagt, ja, der hat recht, ich bin spielsüchtig oder ich bin süchtig nach dem Zeug. Ja klar, Ja, manchmal ist es die Spannung, dass du einfach sagst, ich brauche die Ansprache mit dem Markt, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich keinen Trade habe. Es geht gar nicht um die Positionsgröße, es geht einfach nur, dass dieses, wie so ein Magnet, gell, wo du sagst, jetzt Genau. ist es erstmal wieder dran, man ist wieder mit dem Markt verbunden. So, gucken wir uns ganz kurz jetzt hier den Trade hier an und dann gehen wir auf die anderen Themen rein. So, ich male es mal hier mit, gell? Die Fragen, die da kommen, am Ende sage ich gleich was dazu. Gucken wir uns erstmal den Trade an auf Tagesbasis. Wir reden hier vom Bund Future, also vom Bund, also von der Anleihe. Es ist ja so gesehen, der deutsche Markt, der Bund Future ist ja so eine synthetische Anleihe, synthetisch deswegen, weil im Grunde ist ja eine Anleihe nach hinten Schluss, aber der Bund Future ist ja immer wieder weiterlaufen, also so gesehen dann also eine, bildlich gesprochen, eine synthetische Anleihe, 10-jährige. Und auf der wird halt auch gern und viel gehandelt. Das ist ja eines der liquidesten Märkte der Welt, jetzt hier auch mit der Bund Future. Und den sehen wir hier auf Tagesbasis. Und auf Tagesbasis sehen wir, dass der Markt halt hier ziemlich steil nach unten halt einfach geht auf der Seite, gell? Durchrutscht bis Oktober. Und hier natürlich sehr auch, wenn man etwas detaillierter reinguckt, das natürlich jetzt nicht ungeordnet, sondern ziemlich geordnet nach unten läuft. Ja? Das ist halt hier der Bund Future auch nicht irgendein Drecksmarkt in der dritten Reihe, wo du sagst, einfach nur hier Wild West und hier werden nur Puffpreise gestellt. All das ist ja nicht der Fall, gell? Das ist ja wirklich hier etwas, was auch makroökonomisch hier eine ganz andere Hausnummer ist, Oh gell? ja, oh So. ja, ja klar. Und hier hinten am hinteren Ende, das müssen wir uns anschauen. Wichtig ist auf dem Tagesbasis auch ausführlich beschrieben da, und danke nochmal an den Thomas, dass wir hier ja einen fetten großen Punkt 2 haben. Also von der Überlegung her erstmal, wir befinden uns unterhalb des Punktes 2, Bist du gell? auf dem Daily? Sorry, Ja, sorry. ja. Weil oben steht Bund H1. Nee, oder? Mache ich jetzt das Nee, falsch? ein Tag. Wir sind hier Ach, bei einem Tag. entschuldige, ich hab's Ach missverstanden. so, Alles der klar. ganze Ja, Trade, ja, 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 entschuldige, der ja, ja, wurde auf ja, ja. H1 gemacht. Der Trade wurde Okay, auf okay. H1 gemacht und gut. Sorry, ja. Und gut. So, jetzt erstmal die Anrichtung her. Okay. So wie ich ihn verstanden habe, betone es nochmal, ja. Erstmal von der Sinn. So, also das heißt, wir sind also unterhalb dieses Marktes jetzt hier und mitunter kann man hier
eine Korrektur erwarten. Möglicherweise ist aber hier natürlich auch wieder ein kleinerer Punkt 2 nach unten. Das ist mal das eine. Das ist die ganz obergeordnete Bild, auf der wir da erstmal unterwegs sind. So, nächster Bild. Jetzt klappen wir uns das auf. Das heißt nochmal zurück. Wir gucken uns jetzt in diesen Kreis hier unten jetzt an mit der Maus, wo ich bin. Gell? So, ja. Hat er ausführlich hier mit dargestellt. Ich habe in dem Fall hier auch mal den Text mit rein. Ich sage auch gleich warum. So, jetzt sehen wir, wie der Markt hier sauber runterkommt. Und gut, und jetzt sehen wir hier, vorhin haben wir das als Tageskerze gesehen. Jetzt sehen wir es einfach aufgeklappt. Genau. Sauberen Marktverlauf nach oben. Hier jetzt ein Punkt 2. Der Markt wurde jetzt hier nicht wahnsinnig drüber gehandelt, aber es ist nochmal ein Aufwärtstrend, ein Korrektiver nach oben. Alles ist okay. Korrektiv dahingehend, weil wie gesagt, auf der Großwetterlage haben wir ja gesagt, stehen wir halt ein Stück hier unter der 2. So stehen wir ja. Gell? Das ist das genau. Hier nur aufgeklappt, weil der Markt geht jetzt hier ein Stück nach oben. So, okay. Das heißt, hier unten ist die 1 dennoch natürlich so losgelöst von dem, was er richtig gemalt hat, natürlich parallel dazu auch immer noch ein neuer Punkt 2. Aber in dem Fall ist es ja ein Longdreh, der hier ansteht, der hier hinten auch schon eingezeichnet wird. Mhm. So. Hier haben wir das. Er hat das hier auch sehr ausführlich und schön beschrieben, sehr schön beschrieben. Hat er sich da die Mühe gemacht, hat es ja auch hier schön bezeichnet. Oh ja. Und jetzt geht es hier drum, Achtung, schaut mal hier hinten rein. Jetzt hier hinten drinnen, in diesem Aufwärtstrend, kommt jetzt hier drinnen in diesem nochmal untergeordneten Trend, der hier sichtbar ist, jetzt hier der, kommt es zum Einstieg. Grundüberlegung ist dann, hier haben wir den Punkt 2. Von diesem Aufwärtstrend. Nochmal, ich mal es nochmal für den einen oder anderen hin. Das ist die Großwetterlage. Dann ging es hier hoch, mal es einen nächsten Trend hier rein. Ich meine jetzt nicht 1:1. Hier ging es hoch. Und hier in diesem Hoch, in diesem Punkt 2, jetzt nehme ich nochmal eine andere Farbe, habe ich hier noch eine, gilt es jetzt hier hoch zu handeln. Ja? Das heißt, dieser Trade, den wir hier kommen, hat das hier zur Großwetterlage und der blaue Trend ist das die Großwetterlage, aber im Grunde können wir, wenn auch ausführlich und gut beschrieben, uns den hier sparen, auch wenn das natürlich nur ein korrektiver Trend nach oben ist, weil ja die blaue unsere Großwetterlage ist. Und warum können wir uns das dann sparen? Ganz klassisch nochmal, einfach gesprochen, sehr einfach thematisch, weil wir müssen ja den als Großwetterlage einzig betrachten, wenn es zusätzlich darüber hinaus noch in unsere Richtung ging, nehmen wir das dankend in Kauf. Aber dieser Trend, den ich jetzt hier, warum auch immer, long oder short handle, der wird ja irgendwann halt mal kaputt gehen. Und dieses Kaputtgehen brauche ich den einen Trend, der oben drüber liegt, dessen Korrektur, wenn sie kommt, mir meinen Trend kaputt macht. Ne? So, ja. Und deswegen ist dieses, das ist jetzt hier nicht der Fall, ich tue es nur erklären, den Hinweis geben, so diese Idee, guck mal, der Tageschart sieht so aus und jetzt mache ich mal einen Tickchart hier einen Longdreh und begründe diesen Longdreh, weil auf dem Tageschart es gut aussieht, in der Hoffnung, dass dieser Dreh hier bis hier hoch geht, bis auf 20.000, irgendeine blöde Zahl jetzt. Ja, in der Theorie klingt das gut, nur praktisch ist es so, dass hier eine Trendgröße drinne liegt und in der wiederum nochmal eine Trendgröße drinne liegt und wenn diese eine Trendgröße hier anfängt zu korrigieren, nur ein Stück, ist dein Trend, den du hier machst, kaputt. Schon hinüber, Rio. Genau. So, und deswegen, weil das Rio ist, ich muss wissen, meine Großwetterlage ist dadurch begründet und definiert, wessen Trendgröße, also welche Trendgröße und dessen Korrektur wird meine Trend kaputt machen. Und das ist einzig das, was ich brauche. So, wenn die anderen Großwetterlagen auch noch in meine Richtung sind, umso besser, dann habe ich noch den Schub von noch anderen Marktteilnehmern. Nun gut, das ganz kurz dazu. Also zurück zum Thomas und zu seinen Trades. Jetzt hat er das hier gemacht. Sehr schön gemacht, Sekunde. So, und jetzt kommt hier der Einstieg. Hier steht ja irgendwie drin. So, gell? Hier sehen wir das mal schön. Also hier ist der Einstieg drin, zack. Und der Markt saust jetzt rauf. Er saust jetzt nicht nur rauf, dass er hier über die Punkt 2 geht, sondern er tut jetzt losgelöst davon hier auch noch die letzte 3 rausnehmen. Ja. Diese letzte 3 ist nichtsdestotrotz hier aus dem Abwärtstrend resultierend, wenngleich dieser Abwärtstrend in seiner Trendgröße selbst, die hier runtergeht, hier natürlich ein Gegensignal gefunden hat. Astral, ja. Okay. Sauberes Gegensignal. Diese Trendgröße hier von ihrer Korrekturhöhe ist ja dieser Korrekturhöhe sogar noch überlegen. Das heißt also, durch diesen Aufwärtstrend hier ist diese Abwärtstrendgeschichte nichtdestotrotz, wichtig, liegen an diesem Punkt 3 hier oben natürlich immer noch Orders. Jawohl.
von Marktteilnehmern, die das anders sehen, die andere Überlegungen haben, die es gesehen haben, dass eine Trendgröße den drei, der an die drei gehen, aber hoffen, dass das vielleicht doch nicht oder. Ja, drei ist dennoch einfach da. Sie ist halt einfach da. Aber in die drei hineinzuhandeln ist legitim, weil hier ein Aufwärtstrend ist. So muss man sehen. Deswegen ist die drei immer noch da. Und das hat der Thomas auch richtig gesehen. Und jetzt kommt hier jetzt noch losgelöst davon eben die, jetzt hier nicht ersichtlich, aber er hat es hier reingeschrieben, VT-High, also ja, die, muss man sich ja das hier, ich male es jetzt nicht, weil das stimmt jetzt nicht, wenn ich es reinmale, nur wirklich für euch, das sind ja auch Tageskerzen hier, gell? Also Tageshoch, Tagestief kommt ja hier auch noch mit dazu. Das, was ich jetzt gemalt habe, hat eine schöne Verstärkung drin, zusätzlich. Ja, genau. Ja, klasse. So. Und jetzt kommt natürlich einfach der Bums rein, gell? Und das zieht den Markt nach oben und jetzt läuft der Trade hier sehr, sehr, sehr schön. So, wow. Jetzt ist der richtige Bund. Jetzt ist der Bund, genau. Das ist ja der bunte Doppelwumms. Das ist ja unglaublich. So, Doppelbumms. So, jetzt nochmal hier, so der dreht. Schaut nochmal. Also der Einstieg. Und jetzt zieht es den Markt hier. Moment mal, ich sehe hier den Chat noch. Sekunde mal, ich muss das mal hier wegmachen. Das ja, so, okay. Bei mir sehe ich den noch von Zoom die ganzen Bildschirme drüber. Ah, ja. So, und jetzt geht es los hier. Ja? Also, und der Markt läuft. Es ist ja auch eingezeichnet. Jetzt fliegt der Markt hier rauf. Untergeordnet erste Korrektur. Jetzt hier, wenn man reinguckt, nächste Korrektur oder Innenstäbe betrachtend oder. An der Stelle übrigens, weil ich sehe jetzt hier nochmal den Hinweis, ich habe es in dem Chat hier vorhin gelesen, aber nur so nebenbei, das kann sein, betont es kann sein, dass ich das jetzt missverstanden habe in dem Chat. Nur zwei oder drei hatten sich darüber nochmal philosophiert, ob auf einer Minute Innenstäbe, wenn ich das so richtig verstanden habe, Innenstäbe auf ganz kleinen Zeiteinheiten machen, warum keinen Sinn mehr? Das kannst du streichen, weil das Thema Innenstäbe, hier sehen wir es ja auch, wenn ich Innenstäbe beachte zur Stopp-Versetzung, wenn ich sie jetzt hier nehmen würde, ja nichts anderes ist, wie ich möchte den untergeordneten Trend nicht handeln. So. Ja, das ist ein Thema von Bewegungshandel im Endeffekt. Genau. Und Innenstäbe gibt es auf kleinster Trendgröße nicht mehr. Die sind optisch da, aber es macht überhaupt keinen Sinn, weil die da zugrunde liegende untergeordnete Trendgröße ja überhaupt nicht mehr existent ist. Du bist doch am hintersten Ende. Da brauchst du nicht noch mehr eine Ableitung, die zwar optisch da ist, Innenstäbe, aber es macht keinen Sinn mehr, weil dieses nicht mehr untergeordnet abgebildet wird durch einen tieferen Trend. Egal. Zurück zum Thomas. Also, jetzt läuft der Markt hier rauf und jetzt kommt hier oben sein erster Teilverkauf. Also, du bist jetzt hier in dem Markt drin und der Markt rennt. Achtung, wir sind hier auf einem, jetzt auf einer, also dieser dreht jetzt, der läuft jetzt ja hier nicht nur wenige Minuten oder so, gell? Das sind ja jetzt mehrere Stunden, jetzt zwei, drei, vier. Und der Markt läuft und läuft und läuft. Hier oben wird der erste Teilverkauf rausgenommen, der Markt reift und danach hier oben kommt der Rest, wird einfach ausgestoppt. Sekunde, nee, kommt nicht. Dachte hier oben, ja, kommt hier irgendwo ein Gegensignal rein und hier drinnen den Trendbruch. Dann habe ich jetzt diese letzte Folie, weil ich meine, er hätte noch eine Folie mir gezeigt, die habe ich jetzt hier nicht, wo hier oben ein kleiner Trendbruch ist und da ist er raus. Alles gut. Also ein sauberer Trade hier in der Großwetterlage vor dem Punkt 2 in den Trend hinein und den Bewegungsast hinaufgenommen. Wissentlich, dass das Ganze, wie gesagt, in der Großwetterlage des Tageschartes nur die Korrektur ist, aber jetzt betont es nochmal für den oder anderen, also wir waren hier unter dem Punkt 2 auf Tagesbasis, hier ging jetzt der korrektive Trend nach oben, aber er hat ja nicht diesen gehandelt, sondern innerhalb diesen Trendes jetzt den Bewegungsast hier hoch gehandelt und innerhalb diesen dann ist er über der 2 jetzt weit hier oben rausgerutscht. So, Frage erstmal in die Runde, was sagt ihr zu dem Trade? Hervorragend aufgearbeitet, wunderschön aufgearbeitet, ein Traum, wirklich, Grüße an denjenigen. Okay. Und sehr schön gelaufen, besser gelaufen, als ich erwartet hätte. Wunderbar. Yeah, gut gemacht. Ja. Yeah, sehr schön. Also, zu den Fragen, die er hat, ist zwei Sachen. Hätte man den Teilverkauf verzichten sollen? Also hier wurde ja ein Teilverkauf gemacht, wie auch immer. Dazu, also ich würde sagen, ein klares Nein, hätte man nicht verzichten sollen. Warum? Jawohl. Weil die Frage, tue ich deswegen mit einem, würde ich jetzt persönlich sagen, ein Nein, weil die Lage des Teilverkaufs stimmig ist. Also ich sage nicht, ein Teilverkauf ist falsch, sondern dieser Teilverkauf ist deswegen gut, weil die Lage stimmt. Und warum stimmt die Lage? Die Großwetterlage sah so aus, also des korrektiven Trendes, Achtung nochmal,
der Fortgeschrittene weiß es jetzt, nur für die Anfänger, du es nochmal ausformulieren. Wir haben ja jetzt drei Trendgrößen. Die erste kann ich streichen, weil das war die Großwetterlage, die von oben runterkommt. Aber die ist ja nur optisch da, aber für diesen Trend nicht relevant. Die für die Drehtrelevante ist der korrektive Trend, der jetzt hier hochkommt. Und in diesem jetzt hier wurde er ja hier hochgehandelt. Hätte der Teilverkauf hier stattgefunden, vor der 2, an der 2, dann hätte ich gesagt, hey, was macht er denn da? Aber er hat ja hier oben stattgefunden, also oberhalb des Punktes 2. Und ein Teilverkauf oberhalb des Punktes 2 in die Bewegung hinein. Ja. In die Bewegung hinein. Das ist immer etwas, wo ich sage, danke, immer gut gemacht. Weil im schlechtesten Fall ist ja dein Trailingstopp, der unten drunter liegt. Wir reden immer nur von über dem Punkt 2. Ansonsten ist meine Aussage nicht richtig. Ich betone es. Ich möchte nicht missverstanden werden. Wir reden über den Markt, überhalb eines Punktes 2. Hier wäre doch in die Bewegung hinein Teilverkäufe zu starten immer besser, wie zu sagen, ich tue einen Teilverkauf machen für den Fall, dass der Markt runterkommt. Dann hättest du hier oben ein Hoch gehabt und hier. Das heißt, hier oben sich auszuskalieren, ist doch über einem Punkt 2 immer sinnvoll. Okay? Und jetzt hier zwischendrin hat er dann bei einem ersten irgendwann Schluss und dann ist die zweite Teilposition dann halt geflogen. Okay, einverstanden. Wäre ein Wiedereinstieg nach dem Ausstoppen Nein. sinnvoll gewesen? Da wiederum ein klares Nein. Ja. Ein ganz klares Nein, weil das ist sich selbst erklärend, weil wenn du hier wieder reingegangen irgendwo, weil hier untergeordnet sich ein kleiner Punkt 2 wieder nach oben aufzieht, dann hättest du ja einen Einstieg oberhalb des Punktes 2 gehabt und der wäre von der Wertigkeit, selbst wenn, Achtung, selbst wenn der doppelte Gewinn rausgekommen wäre, ganz genau. Den ersten Trade, ein fachlich also völlig Panne dreht, weil den ersten hast du genommen hier und du hattest die Reise an die 2 und drüber hinaus. Also ein geringes Risiko, weil die 2 vor dir war. Hättest du einen Wiedereinstieg oberhalb des Punktes 2 jetzt nochmal gewagt oder warum auch immer ein Signal da gewesen wäre, dann wäre das fachlich, naja, von solchen Drehs machst du 2, 3 Stück und dann bist du raus aus dem Büro, weil du sagst, was ist die Großwetterlage oben, was soll der Quatsch? Da hättest du ja auch den vorherigen Dreh behalten können. Das wäre einfach Panne. Von daher hast du ihn nicht gemacht und dies im Fall ist also das Unterlassen eines Folgedrehtes oberhalb des Punktes 2 fachlich sauber. Ich hätte zum Beispiel den Teilverkauf schon früher gemacht und zwar gar nicht aus Nervosität, sondern einfach bei solchen Signalen, wie er es gehandelt hat, hast du ja fast schon auf Bestellung die berühmten Fehlausbrüche, die es eine gibt. Aber dieses kurze Überschießen, ne? Und dann ja. kommt von oben die übergeordnete Abwärtstrendgröße wieder rein. Rums, und dann druckst du das Ding da mal nach unten durch. Da hätte ich zum Beispiel schon eingemacht. Nicht, dass ich jetzt der Allwissende bin, aber das wollte ich noch ganz kurz dazugeben. An solchen Stellen gerne Teilverkäufe. Ja, klar. Und wenn du diesen Trade hier nimmst, schaut mal, das ist etwas, ich habe das ein paar Mal in den vorherigen Webinaren schon gesagt. Und vielleicht, ich sage es immer wieder gern, weil aus meiner Sicht ist das neben vielen, also ein Blumenstrauß von Lerngeschichten, ein was, wo man selber seine Lernkurve ein kleines bisschen, oder nicht nur Lernkurve, sondern wie man sich selber definiert als Trader, auch ein bisschen immer einer Neugestaltung unterziehen kann, aus meiner Sicht. Nämlich, wenn du guckst, schau mal, der Trader hier eröffnet, der hatte zumindest mit den deutlichen Korrekturen eine deutliche Korrektur. Rauf, hier nochmal, nochmal, gell? Hier auch nochmal. So, und jetzt stell dir mal denjenigen vor, vielleicht war das hier auch der Fall, das habe ich jetzt nicht rausgelesen, aber jeder weiß, was ich meine, dass du diesen Trade oder jeden, den ihr gemacht habt, so permanent, sei es am Rechner oder am Handy verfolgst. Stell dir mal diesen Trade vor oder irgendeinen anderen und du verfolgst ihn permanent am Handy. Immer wieder drauf gucken, immer wieder drauf gucken. Es ist doch ein 5-Minuten-Chart, es ist doch ein 10-Minuten-Chart. Ich muss gucken. Oh, ich habe 2 Minuten nicht geguckt, ich muss wieder drauf gucken. Und mit jedes Mal drauf gucken, jetzt tue ich das Ganze mal wegmachen. Achtung, ich gucke es nochmal drauf. Jetzt schau mal, jetzt siehst du ja hier beispielsweise was. Nur mal als Beispiel. Jetzt siehst du hier ja diesen Umkehrstab und sagst, ach, Hilfe. Oh, der Markt faltet zusammen, Umkehrstab, die Großwetterlage ganz oben ist doch und das könnte und hier unten die 2 und weiß der Geier und na. Das heißt, du holst ja jedes Mal dir Infos ab. Du holst dir jedes Mal Infos ab, die du als dann wieder obendrauf ja noch mit gewissen Gedanken wieder deine eigenen Gedanken, die vielleicht gar nichts mit Tatsachen zu tun haben, obendrauf legst. So, und jetzt ist ja so ein Trade mit 1, 2, 3, 4, wegen mir 5, hier oben hört es dann auf, vielleicht haben wir jetzt auch erzählt, 5, 6 saubere Korrekturen, also wenn auch kleinere, doch aber Korrekturen, die der Händler ausgehalten hat. Und jetzt gibt es ja eben in einem Trade Korrekturen, wo du sagst, ich habe sie live erlebt. Das heißt, ich habe meinem Kopf die 1000
Gedanken, die er bringt. Der Markt fällt zusammen, die Aktie fällt, der Markt brennt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich habe ihn widerstanden. Ich habe gesagt, nein, es ist nur eine Karre. Liebe Gedanken, es ist okay, aber die Tatsache, dass das möglicherweise nur eine Korrektur sein kann, hoffentlich auch nur wird, hat hohes Gericht. Und wenn einer jetzt hier zwei, der andere vielleicht mal drei, vielleicht sogar vier Korrekturen aushält, obwohl er reinguckt, das ist etwas, wo ich sage, wow, guck mal, dann fängt der Stück für Stück an, der Händler Stück für Stück sich immer mehr zu kontrollieren und daraufhin auch vielleicht immer mehr zu disziplinieren. Das ist ein Effekt. Was anderes wie, deswegen betone ich das, was anderes wie, wenn einer hier in den Dreh reinguckt und absichtlich oder unabsichtlich überhaupt die nächsten drei Stunden nicht reingucken kann und kommt hier oben hin. Das sind die Drehte, wo du sagst, hurra, hätte ich drauf geguckt, wäre ich nie bis da hochgekommen. Aber noch spannender sind ja die Trades, wo ich sage, ich lebe die Korrektur zwangsläufig live mit und ich muss mich und meine ganzen Gedanken und die Infos, die ich auf einmal rauslese, versuchen zu unterbinden. Und jetzt schaffe ich mal einen Trade, der drei Korrekturen gemacht hat, deutliche, lange Korrekturen. Das sind alles hier nur kurze. Jeder weiß, die Korrektur ist der markttechnisch gesehen mit ihren Eigenschaften. Frage, kann der eine oder andere was mit dem anfangen, was ich jetzt gesagt habe, dass er bei sich mal sagt, Alter, das war ein Trade, der hat nicht viel gebracht, wegen mir Euro. Aber ich habe drei Korrekturen sauber gedanklich durchgemacht. Also ich war live dabei, aber ich habe sie gedanklich halt auch mit live durchgemacht, indem ich das alles, das Feuerwerk von Gedanken unterdrückt habe. Und da gibt es nichts Schöneres, wie dass dieser Trade, scheißegal wie viel Geld da rausgekommen ist, wo ich sage, ich habe drei, vier, vielleicht sogar mal sieben Korrekturen, also das sind dann echt schon viele, in einem Bewegungsast von an der zwei ran und drüber hinaus. Also die längsten, die ich mal hatte, waren, ich glaube, 11 irgendwas. Wo du sagst, aber da waren zwischendrin auch nicht alle live dabei, gell, sondern okay, auch so ein paar überschnitten, weil also durch die nicht, also durch die Abwesenheit, gell. So. Das ist etwas, wo du sagst, diese 100 Euro, diese 100 Punkte oder je nach Kontraktanzahl, Beträge nachher halt hoch, das ist etwas, wo ich sage, das, dafür habe ich, dieses Geld habe ich wirklich ernsthaft gedanklich erarbeitet. Swing drehen, ja. Also an der Stelle würde ich Probleme haben, viele Korrekturen durchzuwarten, weil ich sehr geprägt bin durch die überlagernde Großwetterlage. Also sprich, die Großwetterlage selber ist da dieser Aufwärtstrend, aber die Großwetterlage, die ja für uns nicht zählte jetzt bei dem Trade, ja, die thront ja trotzdem drüber. Also jetzt nicht missverstehen. Das ist unten der fette Punkt 2, von dem wir uns weghandeln gerade. Ja, genau. Ja. Also ich hätte kein gutes Gefühl, jetzt lang zuwarten zu wollen, weil hier ist ja wirklich dieser Punkt, dass der große Trend der kleine erdrückt. Und wenn es bloß eine Korrektur gäbe zum erneuten Aufbau, ja, da würde ich nicht warten wollen. Ich würde es warten können, eher durchziehen, wenn ich innerer astralen Trendbewegung wäre, wo ich übereinstimmende Trendlagen hätte, jetzt mal ganz pauschal gesagt. Aber das ist meine Art, weil ich habe festgestellt, das große Warten bei solchen Stellen, da kriegst du halt gerne von oben eine rein, ne? Und dann hast du so schön gewartet. Und sag, oh, ich bin ja so tapfer. Boing. Und es wird halt doch nichts, ja, so. Frage mal in die Runde, nur mal zum Sparen, vielleicht, also für den, der es bewusst mitgemacht hat, weil er gesagt hat, wow, ich tue mal einen Trade, nicht nur nach Euro und Dollar bewerten, sondern an dem, da in dem Trade enthaltenen Korrekturen, die ich, und das ist wichtig, die ich bewusst mitgemacht habe, nicht die, hallo, mein Handy und mein Rechner war aus und wow, der Markt ist gestiegen, sondern Frage, was waren da eure höchsten bewusst wahrgenommenen Korrekturen? Also das ist jetzt eher was für den Fortgeschrittenen oder Erfahrenen, der sagt, ey, guck mal, also vier Korrekturen durchhalten, Intraday, boah, ey, den ganzen Tag in einem Dreh drin und da, okay. Frage, 2, 3 Haldermann durch, 3 Stück, okay. 5, 6 der Kai, okay, 3 der Guido, 2, 3 Korrekturen. Okay, und jetzt stell dir die vor, schau mal, jetzt stell dir das vor hier. Du kommst hier an der, was weiß ich, ist ja wurscht, du machst aus der Korrektur rein und jetzt zack rauf. Mhm. So, das ist früh um 9 und jetzt kommt hier so eine Nummer, gell, bis um 12. Und dann zack und jetzt wieder hier bis 14 Uhr.
So, jetzt 14.30 Uhr, die Nummer, zack, zack, der Markt fliegt hier ein bisschen hoch, ich weiß nicht, ob man es noch sehen kann, und jetzt kommt das Ding wieder hier rein, gell? Im Grunde bist du, ich schreibe jetzt irgendwas hin, nicht jetzt dran aufhalten, ich sage jetzt irgendwas, bist du 6 Stunden im Korrekturmodus, ja, für die ganze, ich sage jetzt irgendwas, und ganz wenige Minuten nur im Bewegungsast, und das durchzuhalten, ja, hier diese paar Minuten Freude, paar Minuten Freude, paar Minuten Freude, und hier dieses gedankliche Angespanntsein und immer sich wieder zurück zu besinnen, Korrektur, Korrektur, ich bin nicht ausgestoppt, ich bin nicht ausgestoppt, es ist nur Korrektur, es kann weitergehen. Welt das ist etwas, wo man sagt, wow, am Ende des Tages auf jeder Trendgröße auch erleben, das ist ja jetzt demnach kein Tickchart, ne? Wenn das bis 14.30 geht, wo man sagt, wow, das ist wirklich, wirklich schwer erarbeitetes Geld, weil man sich im Kopf immer wieder auf Linie bringen muss, immer wieder auf Kurs, wie beim Segeln, ja? Immer wieder draufschauen, bin ich noch oder habe ich einen Versatz drin, ja? Immer wieder nochmal drauf, immer nochmal drauf. Wenn man halt sehr nah am Markt arbeitet, meine nochmal, klar, in dem Moment, wenn du überzeugt bist vom Setup, dass du sagst, hier ist ein größerer Lauf am Pumpen, jetzt wage ich es, ja, in Ordnung. Aber ich habe mir auch lange Zeit versucht, das Leben leicht zu machen, dass ich, sage ich mal, solche Dinge nicht durchhalten muss, ja, indem ich das Scalp Trading viele Jahre gemacht habe. Also ich wollte meine 10 Punkte haben und danach war gut. Wirklich gut. Ich wollte mich diesem Ding nicht aussetzen. Jetzt kommt die scheiß Korrektur. Ich muss 3 Stunden drauf gucken. Was soll ich denn da machen in der Zeit? Ja, und dann klickst du noch vielleicht. Und da habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, ran und weg, ran und weg. Trainier den Ausstieg. Der Rest ist mir völlig egal. Und wenn dann die Langfrist-Trader wieder da sitzen und sagen, ich habe 1000 Punkte plus gehabt, jetzt habe ich 200 minus, da gähne ich und sage, ich habe meine 10 geholt. Tschüss. Und daran erkennt ihr, da hat jeder Handel seine Vor- und seine Nachteile. Aber was der Micha gerade erzählt, ist wirklich wichtig. Bei mir ist es so, ich sitze oft da und rede mit mir selber. Wenn ich mal wieder den Punkt erreiche, dass ich sage, ah, das will ich die Kohle haben. Ja, dann sagt eine Stimme zu mir, ist der Trade gültig, ja oder nein? Ja, ist gültig. Ja, aber das ist so schön weit in der Bewegung. Also hau doch einen Teilverkauf raus. Nur, wenn ich nur noch eine Restposition habe, kriege ich ein Problem in dem Moment. Nee, und dann ziehe ich in der Regel auch den Trendhandel durch. Aber vorher fällt es mir meistens schwer. Und wer jetzt zu mir sagt, ich sei ein Anfänger, also dann muss ich sagen, nein, ich habe keine Ahnung. Ich komme halt an mir selber nicht vorbei. Ja? Ich muss mit mir selber arbeiten. Für mich funktioniert das gut so. Aber ich finde es ganz nett, dass man auch mal auflockert von der Seite diese super Gedanken von mich. Aber Jochen, weil dir einer sagt, ihr, dann macht doch hier einen Twitch-Kanal auf. Früher gab es das. Ich weiß nicht, wie das, vielleicht gibt es das noch. Ich weiß es nicht. Für die, die länger dabei sind, das war, ich mache mich jetzt nicht an der Jahreszahl fest, aber ich glaube, das war vor 10 Jahren so der Hype. Jochen, du kennst das auch noch. Da gab es die, vielleicht gibt es das noch. Ich habe das nicht so auf dem Radar, was es da so links und rechts so. Es gibt diese Trading Rooms. Ja, natürlich, die gibt es immer noch. Oh, ich weiß nicht, ob es das noch so gibt, diese Trading, also wo du bezahlst und dann hat den ganzen Tag einer wie den Wetterbericht, gell, das permanent halt kommentiert. So. Jetzt stell dir mal vor, du musst so einen Trading Room machen. Oh Jesus. Und du kommst in einen Markt rein, was ja nicht selten ist, genau genommen ist das ja der Alltag, wo der Markt in der Korrektur halt ist jetzt 5 Stunden. Was erzählst du? Ja, natürlich, das ist es doch. Und wenn du dann einen Fail-Trade machst, bist du ein Verlierer und dann kündigt er das Abo. Also das ist so geil. Ja, Korrektur, die 8. Stunde. Und du siehst nur ein Testbild oder du siehst nur das Mikro und da fehlt der Sprecher dahinter, weil er einfach nicht da ist. Ich weiß gar nicht, was man da machen soll. Aber im Grunde, klar, das ist halt die Schwierigkeit. Wie gehst du mit diesen Korrekturen halt um? Weil sie ja nun mal markttechnisch auch immer die längere und die unsaubere. Es gibt Korrekturen, die sind auch kurz, Gott sei Dank. Aber dann sind sie oftmals wieder so kurz, dass man auch schon wieder ein Problem damit hat. Ja, aber so lange ist auch wieder das ein Problem. Irgendwie ist immer ein Problem. Also, wie war denn das bei dir bei der Trading-Weltmeisterschaft? Du hast doch mal so eine Übertragung, glaube ich, gemacht. Ne? Oh, wir haben mal die Trading-Weltmeisterschaft gemacht. Das stimmt, in Barcelona. Das war fantastisch. Das ging 2 Wochen. Okay. Das gibt es leider so in der Form jetzt nicht mehr. Und das haben wir ja dann technisch auch abgebildet und gemacht. Da waren die Asiaten und alle da. Das war hochspannend. Und das haben wir auch alles live gestreamt und alles, die ganze Weltmeisterschaft. Das war toll. Und wie war das mit den Korrekturen? Sind da die Jungs aufgestanden, sind raus? Ja, da gab es dann vor allen Dingen halt auch Phasen. Na klar, also die Grundüberlegung war ja, dass du nur traden konntest in den Räumlichkeiten. Gell? Also nicht mit dem Handy und machst vom Strand oder weiß der Geist, war ja in Barcelona, gell? Da könntest du irgendwo hier. Nein, ist nicht, nur in dem Raum, gell? Okay. Und ich glaube, das waren 14 oder 15 im Endausscheid, ich bin mir nicht mehr sicher, auch ein paar Deutsche. Und dann ging es halt los, gell? 14 Tage, von früh bis abends durch. Gell?
Naja, und die Asiaten durch die Zeitverschiebung, die haben es natürlich nachts dann gemacht, gell? Und die, aber die waren, das fand ich hochinteressant, weil man das ja live mit denen da mitgemacht hat, alles. Die haben dann halt viel über Meditation gemacht und getan und die sind halt nachts durch die Zeitverschiebung, war das okay. Sowieso alles, die sind ja das Jetlag und alles völlig, also nachts ja. War halt bei die optimal. Die haben am Ende hat dann auch aus Malaysia, glaube ich, hat gewonnen. Ich habe seinen Namen. Ich bin mit dem Facebook immer noch, mach mal hier hin und wieder. Ich komme jetzt noch auf seinen Namen gerade nicht. Der hatte dann auch gewonnen. Der hatte da so schöne Candlestick-Form, immer beständig durchgemacht, war ganz gut. Aber der wesentliche Punkt ist, dass dann halt die Füße auf den Tisch und dann haben sie halt stundenlang ja, genau. Einfach nichts gemacht. Buch gelesen. Ja, genau. Ja. Buch gelesen, Netflix, was auch immer. Hm. Ich mache Computerspiele. Deswegen denken alle ein bisschen Zocker dabei, sage ich, Gott sei Dank habe ich, das Hobby. Runde, ja. Was macht ihr denn? Ist doch mal ja, genau. Nur mal zu wissen. Was macht ihr denn, um die Zeit in einer Korrektur euch zu vertreiben? Also jetzt alles nur, was über 18 ist, bitte. Ich wollte gerade sagen, X-Hamster oder so. Buch lesen und zocken, Videospiele. X-Hamster, da ist es. Was denn? X-Hamster. Ich gehe in den Garten, Family Guy, das ist klasse, Family Guy ist cool. Okay. Oder Kaffee kochen. Wäre also, es war schon immer so, ein Hund oder ein Rasenmäher. Es gibt mehr als Performance-Steigerung wie sowas, gell? Also der Jochen und ich, also das ist ja jetzt kein Quatsch. Also weil was heißt kein Quatsch? Also, sowieso nicht. Also wir tun ja Jochen und ich jetzt sehr viel telefonieren nach unter der Woche und lang und hin und her. Und ich bin so, wenn das Wetter ist und wie nach die Position oder wie es halt geht, auch arbeitstechnisch bei mir halt tagsüber zum Beispiel wahnsinnig viel Sport, ja. Und von da aus halt immer, gell? Dann ist das halt immer der Zeitvertreib, gell? Solche Geschichten. Ja, du bist ja das volle Tier. Leute, der macht Marathon, der rennt im Thüringer Wald den Berg hoch und redet da bei mir, ohne außer Atem zu kommen, während ich die vierte Marlboro drin habe. Also besser geht's nicht. Ja, aber wirklich, ich sag mal so, ich finde es halt toll, dass das Trading hier auch so besprochen werden kann wie in deinen Büchern. Es ist sehr, finde ich, realistisch. Es ist nicht dieses Terror-Trading 16 Stunden am Tag. Wer es will, kann es gerne machen. Aber wenn du längere Zeit tradest, geht ja gar nicht. Und man kann sich das Leben wirklich schön machen in der Zeit. Nicht, weil man jetzt antritt als Trader zu sagen, ich bin der Faule, schaut, ich arbeite nichts. Nee, du musst ja da sein, wenn es losgeht. Das ist ja die Herausforderung, wo das süße Leben dann aufhört. Aber genau das, was der Jochen sagt, dieses Ich muss da sein, das ist der Unterschied. Also wo ich mit dem Börsenhandel angefangen habe, sehr viel und auch in den Handelsbüros, da war ja Anwesenheit Pflicht. Ja, genau. Ging ja nichts anderes. Da weiß ich, da hatten wir, also das war ewig her, vom Früh bis abends Tischtennis gespielt. Nur jetzt war in dem Büro ein Tischtennis da. Wir haben, also das Tischtennis, ja, weil es ging nichts anderes. Weil was du nicht machen konntest, ist ja zu sagen, pass mal auf, der Markt steht so, hier unten in dem Bereich suchen wir jetzt nach einem Signal, ja, Beispiel. Da gab es das nicht, dass du hier eine Alarmlinie hinlegen konntest. Da gab es das alles nicht. Du musstest Anwesenheit war Pflicht, bis der Markt darunter gelaufen ist. Heutzutage ist das ja genau der Punkt. Die Anwesenheit ist nicht mehr relevant an der Stelle, weil du mit Alarmlinien, die dir dein Handy, weiß der Geier, das ist ja der Traum. Also für mich ist bei aller Technik, die es da draußen gibt, für den Trading-Anfänger, ist das, boah, ich kann ja halbautomatisch, vollautomatisch. Jemand, der länger dabei ist, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, für mich ist die Alarmlinie, die ich lege und mein Handy piepst und ich kann davon Hunderte legen. Ja. Für mich die größte Errungenschaft, neben allen anderen Kram, aber die größte Errungenschaft, die mir, das hat die ganze Trading-Welt in meiner, also für mich den Alltag verändert. Natürlich. Frage, kann mit diesen Alarmlinien der eine oder andere was anfangen, dass das mehr Veränderungen gebracht hat, wie alles andere hinten dran? Nein. Was? Nein. Er ist der Florian, der sagt Florian, jetzt immer nein. Wieso nein? Doch, Helmut, lieber Helmut. Jochen hält sehr viel davon. Und der Helmut hat ja vorhin gedacht, wir haben heute immer noch schlaflose Nächte, Micha, du und ich. Jetzt du nach über, ich weiß nicht, wie vielen Jahren. Helmut, Leute entwickeln sich. Ich rede in jedem Live-Trading-Webinar, da könnt ihr euch eine Alarmlinie legen, bis der Markt zurückkommt. Und dann guckt ihr erstmal, wie er hingelaufen ist. Und dann könnt ihr immer noch,
könnt ihr immer noch einen Trade machen. Also ich halte sehr viel von der Alarmlinie. Ganz abseits von Michas Begeisterung. Also ich mag die wirklich. Wir haben auch ja, tausend klar. da drauf und viele Sachen programmiert, weil du ja zig Märkte unter Kontrolle hast und du genau. durfst in einem Markt verschiedene Kontrolllinien reinlegen, weil der einfach sagt, danke, das brauche ich nicht drauf gucken. Danke und zack, zack, zack. Und also es gibt nichts Schöneres und es gibt eine Menge, also ich gehöre auch zu denen, die da sehr überlegt mit diesen Alarmlinien wahnsinnig viel rumzaubern können, wenn du noch ein paar Sachen beachtest. Also es geht nicht nur um den Knopfdruck, sondern du musst ein paar Sachen noch beachten, ja. was und wie, aber das ist ein gutes Hilfsmittel, was den Arbeitsstil, nicht den Handelsstil, aber die Arbeitsstil erleichtert. Meine Punkt ist also es ging um Heike und Aschi, ja. Viele würden sagen, da liegt doch kleine offene Order dahin. Ja, eben nicht. Es ist ja, wenn es doch um die Optik geht, ist doch auch wichtig, wie der Markt an die Stelle rankommt. Also ich möchte keine offene Order reinlegen, sondern ich möchte einen Alarm haben möglichst, dass ich nochmal prüfe, steige ich schon ein, steige ich nicht ein? Das ist als kleine Ergänzung vielleicht, Micha. Mhm. Heike und Aschi, Helmut, mir geht es nicht um Heike und Aschi. Also, Heike und Aschi, was halte ich davon oder was halten wir davon? Eine super Sache, wenn man es entsprechend anwenden kann. Bestes Beispiel, Markus Gabel benutzt ja Heike und Aschi und im Endeffekt, ich sehe darin eine Trendglättung. Ideal, wenn jemand nicht das Gehackel von Korrektur und Bewegung im Detail sehen will oder sehen muss. Ich benutze Heike und Aschi nicht, weil ich jede einzelne Kerze sehen möchte. Und zwar ungefiltert. Deswegen macht Heike und Aschi für mich jetzt keinen Sinn. Aber für jeden anderen, der, sage ich mal, nicht auf dem Level ist, dass er sagt, mit Heike und Aschi verdiene ich Geld, aber mit Markttechnik nicht. Da muss ich sagen, wenn es sinnvoll angewandt wird, ist jeder Indikator hilfreich. Man muss aber verstehen, wofür er gemacht ist. Ja. So sehe ich Heike und Aschi. Also diese Heike und Aschi, beziehungsweise die anderen in einer anderen Form, anders dargestellten, auch nicht zeitbasierten Charts, das ist nicht jedermanns Sache. Ich glaube, wir hatten das mal bei dem einen oder anderen. Gell? Auch weil ja. schreibt, ich will alles sehen. Gell? Wenn du einem Trading-Anfänger einen nicht zeitbasierten Chart machst, dann rennt der nach genau 10 Minuten erstmal 5 Mal um den Rechner und guckt, ob die Internetverbindung noch stimmt. Es passiert ja nichts. Und er will aber, dass etwas passiert, weil er ja jetzt in Kommunikation, er braucht ja den Dialog, die Ansprache mit dem Markt und da geht gerade nichts. Und das Bild bleibt vielleicht 3 Stunden stehen, was der andere für sehr positiv und sehr, sehr entspannend und sehr hilfreich empfindet, weil es eben nur das darstellt, was wichtig im Börsenhandel ist, die Bewegung und nicht den Rest. Aber jetzt musst du diese Bewegung, wie immer du sie definierst, eben so einstellen, dass das in dem zeitbasierten Chart auch genau das, was du brauchst, einstellt. Also einfach nur dranklicken kann sein, da passiert gar nichts und es macht nicht richtig viel Sinn. Aber es gibt viele auch, die da in der Großwetterlage zum Beispiel schnell und zügig Korrekturen rausfiltern können mit einfacher, zack, 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 mit nicht zeitbasierten Charts. Das war, wenngleich Alarmliegen gehen in vielen Charts nebenbei bemerkt, nicht in nicht zeitbasierten Charts. Also Alarmlinien und nicht zeitbasierten Charts, das geht in vielen Programmen nicht beieinander, was auch logisch ist, weil wenn du, was weiß ich, beispielsweise einen Rengo-Chart hast, dann kann ja rein optisch gesehen der Markt dennoch oben drüber sehen. Das heißt, der Punkt 2 im Chart ist nicht der Punkt 2 im Chart, der liegt meist noch tiefer. Kann sein, muss nicht sein. Und wenn aber, dann liegt ja eben eine Rengo-Boxgröße minus einen Tick, der kleinsten Tickeinheit unten drunter, kann er zwangsläufig ja immer liegen. Weil so wie so wie das halt der Bauplan des Charts ist, kann das passieren. Deswegen gehen die Alarmlinien bei vielen Charts dann halt nicht. Aber das ist nur so am Rande. Mich stört halt, dass man im Endeffekt da auch wieder festlegen muss. Ne? Es liegt wie beim Indikator ja an meiner Einstellung, wie ich auch den Renko darstelle. Ne? Das ist jetzt ganz grob von der Entfernung. Ich habe mit Renko noch nie gearbeitet. Die Idee ist klasse. Nicht zeitbasierte Charts ist wirklich was Geiles. Aber also ich schaffe es nicht. Ich mag sehr, vergleiche ich dann noch mit den Kagi-Charts sehr viel, auch jetzt ganz privat selber sehr viel rumfummel. Ich mag die schon. Wir sind halt völlig abgespaced, ja, aber aber die tun ein paar Sachen so kletten, die mir sehr, also mir geht es nicht um die Optik per se oder sondern wo ich sage, schau mal, diese Form des Chartes ist für mich hilfreich, dass sie etwas, was ich nicht sehen will, das kann okay. ich nicht durchlöschen. Und ich nehme okay. liegend in Kauf, dass das halt ein bisschen abgespaced ist. Okay. Okay. Aber wichtig ist nur, dass ich das andere halt, was ich nicht sehen will, was mich stellenweise verrückt macht, auch wirklich weg ist. Das kann man damit unter gut sehen. Also, oder nicht mehr sehen, so rum. Ja, aber da gibt's alle möglichen Teile. Wenn du sagst abgespaced, wie heißt das nochmal? Nicht Heike und Aschi, sondern das andere, was japanisch klingt, mit den Wolken.
Macht die Karin Roller auch gern diese Wolkencharts? Hat mir irgendjemand das Wort, ein japanisches Wort ist das, glaube ich. Da denkst du ja auch, wenn du das zum ersten Mal siehst, ja klar, Wolkencharts. Wenn du es aber genau mal anguckst im Aufbau, Ichimoku, Mensch, vielen Dank, Leute, genau, Ichimoku. Im Aufbau ist es nichts anderes, als wenn jemand das Grundverständnis mitbringt, mit jetzt markttechnisch Trend zu arbeiten. Dass er irgendwann die Sache so lange angeklotzt hat, dass er nicht mehr jede einzelne Kerze sehen braucht. Wenn, muss er nicht jede einzelne sehen, wenn er auf eine bestimmte Art und Weise arbeitet. Und dann kann man das wunderbar glätten, miteinander abspacen oder wie der Micha sagt, völlig abgespacete Dinger haben. Aber du weißt ja, was es bedeutet. So, dann Genau, kannst du den und Vorteil draus ziehen. das ist das Interessante, ja. Also der Anfänger fragt, was kann das? Der nimmt ein Tool in irgendeinem Blatt, Ja. klickt an und sagt, was kann das mir jetzt zeigen? Und je länger du dabei bist, sagst du, was kann das Ding, wenn ich das mache, mir nicht zeigen Ja, oder ja. nicht mehr zeigen? Okay. Und das ist das. Also sprich, was kann ich mit dem Ding ausblenden? Und das ist Okay. eine ganz andere Fragestellung. Und deswegen nehme ich es einem Trading-Anfänger überhaupt nicht übel, dass er mit nicht zeitbasierenden Chart logischerweise Nee. so eine Runde drumherum macht, ja, mit ganz großem Abstand, weil er sagt, was ist das für ein Shit? Aber je länger man dabei ist, kommt man mitunter der ein oder andere gerne an der einen oder anderen Stelle zurück. Vielleicht nicht auf der Signalebene, aber auf der Großwetterlage oder wenn er mal schnell auf die durchsausen will, aus diesen oder jenen Gründen, kommt er zurück, weil er eben in dieser Chartform das liebt, was er nicht sieht. Ja. Oder ich zum Beispiel, ich habe das ja so oft, die alte Diskussion, weil wenn die jetzt eben, ist das Spitzname des Schmidt tradet nackig, kommt ja daher, ich hab einfach den nackten Chart. Ja, mehr habe Ja. ich nicht. Nackter Chart und ein paar horizontale Linien, das war's ja. Jetzt kommen viele oft Anfänger, ich ja einst auch, ich habe ja auch vor dem MACD gesessen und habe geguckt, jetzt schneidet er, jetzt schneidet er. Und dann habe ich hier Market geklickt und dabei ist das Ding nachlaufend, was ich gerne gecheckt habe. Und die ersten drei Trades waren ein Plus. Ich bin halt dann nicht ins Internet und habe geschrieben, schaut, so geht's mit MACD Trading, da wurde ich Millionär. Ne? Sondern ich habe gar nicht begriffen, was das Ding überhaupt soll. Ich habe nur auf einer großen Webseite gelesen, damit könne man Geld verdienen. Verstanden habe ich überhaupt nicht, was das soll. Bis ich dann gesagt habe, aha, das ist ein kleinerer Durchschnitt, der schneidet den größeren wohl. Aha. Und Jahre später habe ich gesagt, wenn ihr mit leitenden Durchschnitten arbeitet, zeigt mir doch die auf den kleineren Zeiteinheiten, dann kann ich nur einen Monitor anglotzen. Das ist eine kleine spitzfindige Frage am Rande. Aber ihr merkt was, egal wie er arbeitet, die Werkzeuge, es gibt tausend Werkzeuge, aber ihr müsst lernen, wie die Werkzeuge anzuwenden sind. Das ist ja eigentlich die ganze Problematik im ganzen Leben, egal was ihr macht, ob ihr Arzt werden wollt, Maler, Immobilienmakler oder Trader. Die Werkzeuge, die da sind, müsst ihr verstehen lernen. Und das ist die Ausbildungszeit, nichts anderes, ja. Das, was der Jochen da gesagt hat. Und jetzt kommst du noch ein Stück dann im Erfahrenen, genau, und dann genau, was kann das Werkzeug? Und Ja. was kann das Werkzeug mir zeigen, wird dann natürlich eben noch um das gemacht, kann das Werkzeug mir auch dazu dienen, mir etwas nicht zu zeigen? Ich Definitiv, möchte, ja. weil ich mein Informations. Guck mal, was meine Hände hier machen, ist ja wie Geisterhand. Warum ist Es das so? ist das geilste Webinar bisher. Allein, wenn man dich sieht vor diesem nebeligen See, ich sag's nochmal, Magie. ja, Excalibur, noch Okay, gleich dann. kommt die Dame aus dem See und gibt dir das Der mächtige Heilige. Schwert, ja. Wahnsinn. Also, worauf ich hinaus möchte, war, was kann es mir nicht zeigen? Was kann es mir ausblenden? Das heißt also, die Reduktion von Jawohl. Informationen. Ich will weniger, ich brauche nur noch die Essenz der Essenz. Du Und bist sind wir wieder bei der fokussiert. Optik. Ja. Gell? Weg, weg, weg. Ich will weg aufräumen, den Schreibtisch, gedanklich. Ja? Weniger im Chart. Was immer dieses weniger ist, jener hat dann eben sein immer weniger. Ich habe das kürzlich im Webinar zu Heike und Aschi gesagt, Leute, wenn ihr doch eine Trendkleidung wollt und auf dem 1-Minuten-Chart unterwegs sind, ja, dann geht doch auf den 10-Minuten-Chart, da habt ihr das doch geklettet. Das war jetzt ein Geheimtipp für Omme. Denkt doch mal drüber nach. Ja? Ja. Das ist doch nur eine optische Verzerrung, die ihr die ganze Zeit seht. Ne? Manche Leute tun ja so, als ob die Kerze einen Vornamen hätte, ja, die gerade entsteht vor ihnen. Und dann muss ich sagen, nee, ist es nicht. Es ist eigentlich ein technischer Vorgang. Und ob ihr den jetzt verpackt in irgendwelche andere Dinge, nochmal, ob ihr Sachen extra nicht sehen wollt oder ob ihr ganz genau hinsehen wollt, da gibt es das ganze Universum an den wunderbaren Indikatoren, die ich aber nicht nutze, weil ich halt beim Original bleibe. Ne? Wenn es für mich passt. Wenn es jemand anders nicht passt, alles gut. Aber hört auf mit diesem, der Indikator macht mich reich. Nein! Erst wenn ihr begreift, wofür er da ist, dann vielleicht, ja. Okay, Micha. Also, wow, Thomas, an der Stelle, schönen Dank für den eingesendeten Trade. Ja, der war übrigens hervorragend aufgearbeitet. Kompliment von meiner Seite. So viel Fleiß,
Richtig klasse. Das war richtig gut, ja. Und jetzt haben wir eins nicht geschafft, Jochen. Wir wollten auf die andere Frage eingehen. Das müssen wir dann wieder aufs nächste Mal verschieben. Mit den verschiedenen Produkten im Sinne des, was pro Handelsausrichtung vielleicht mehr oder weniger ja, Sinn macht. Wir müssen jetzt nächsten Sonntag ran. So oft, wie wir es versprochen haben. Micha, miss nicht jeden Sonntag. Wir sind jetzt ziemlich durch. Dann an der Stelle, Pizza ist gleich da. Hier, für die, die jetzt, schaut mal, ich tue euch nochmal in den Chat schnell rein, die jetzt nochmal drauf sind. Ich glaube, ich habe es hier noch drauf, wartet mal. Hier, guckt nochmal drauf, vom Jochen und von mir im Dezember hier, vor Weihnachten, kann man da nochmal schnell schauen. Die 7 Tage, wenn ihr Bock habt, an der einen oder anderen Stelle, wird auch aufgezeichnet, beziehungsweise ihr könnt euch auch im Livestream anschauen, das hier, aber geht aufs PDF, da steht der ganze Kram. Also ich bin nur Gast, also ich bin da, setze mich auch mit in die Reihe hinein, ja, frei nach dem Motto Train the Trainer oder wie das alles heißt, also ich referiere nicht oder so, wenn ich es jetzt richtig verstehe, aber ich bin Gast. Da. Ja, genau. So, wo findet man jetzt den Link von Michael? Das steht doch hier, habe ich doch gerade den Chat reingetan. Also, an der Stelle, WH Self-Invest nochmal, schönen Dank. Jochen, unbekannterweise heute, wir haben dich nicht gesehen. Ja, dennoch, ja. Du bist da, schönen Dank an die Katze. Schnuffel lässt euch alle grüßen, er hat es nicht mehr Absicht. Und wir hören uns und wir sehen uns, hier habt ihr nochmal die Kontaktdaten vom Jochen. Sekunde, hier habt ihr die nochmal. Jawohl, danke. So, Jochen Schmidt und dann auch nochmal für YouTube von mir hier die Kontaktdaten habt ihr hier nochmal. So schnell gehen die 2 Stunden halt rum, aber ja, vielleicht gab es den ein oder anderen Hinweis, vielleicht auch nicht, wie auch immer. Schaut mal, was ihr damit anfangen konntet. Wir wünschen euch eine schöne Woche, die da jetzt kommt. Volatil wird sie allemal sein, das haben wir die letzten Wochen schon gesehen. So schnell kannst du gar nicht, du machst eine Runde um Block und auf einmal sind 1000 Punkte rauf und 1000 Punkte runter. Das wird nämlich bestimmt so an nächste Woche und übernächste nicht anders sein. Von daher, wollen wir es hoffen, dass Positionsgröße ein bisschen runter und das Thema Wiedereinstieg nicht ganz vergessen, gell? Und der Trend, die Großwetterlage ist und bleibt, wenn die da ist, ist sie da, gell? In beide Richtungen, gell? Rauch wie runter, ob man will oder nicht will, gell? Ich danke schön. Nicht so viel verrückt machen von den Nachrichten und den ganzen Kram. Wir hatten es mit dem Jochen gerade, Jochen, gell? Ja, ja. Ich habe gerade vorhin noch davon gehabt, an einer anderen Stelle, den Hinweis vielleicht noch, dass man ja jetzt viel auch dieses, morgen, heute wird der Markt rauf und runter vor Börseneröffnung, man sich hier und da in Nachrichten oder was auch immer irgendwelche Artikel reinzieht. Den Anfängern nehme ich es nicht übel, wenn das macht, den Fortgeschrittenen in dieser hochvolatilen und auch sehr nachrichtengetriebenen Lage. Gell? Also meine Erfahrung war, beim Jochen ist es gleichsam so, dass man dieses davor mal gucken, was sagen die anderen, wo der Markt hingeht oder nicht. Los nicht. Sagt, Vorsicht, tut es nicht. Ihr seid zu sehr geeicht, vielleicht dann im Kopf. Das Long-Signal, was kommt, nicht zu nehmen, weil und der Markt fliegt 1000 Punkte und das Short-Signal nicht zu nehmen, weil der hat doch gerade gesagt, man hat zu viel gerichtet nachher im Kopf und die Märkte drehen und wir haben es ja nun wirklich die letzten Tage gesehen. Absolut. Und das ist auch nichts Unübliches, gell? Es ist einfach nur, was jetzt passiert, passiert einfach nur ein bisschen schneller wie an den anderen Tagen, wo halt nicht so viele Nachrichten sind, dass man sich nicht zu viel auf eine oder eine Seite festbeißt, gell? Ja, ich habe zu Micha gesagt, ich interessiere mich ja recht politisch und dann guckst du da verschiedene Videos an wegen Inflation und so weiter und so fort. Und dann kam ich so plötzlich in diese Börsenexperten YouTube-Kanäle rein. Das ist, was ich nie angucke. Und der eine hat ja halt erzählt, ja, die Bank of England hat sich jetzt selber geopfert wegen der Rentenkasse und es war kurz vorm Finanzcrash und deswegen der Markt muss jetzt in die Tiefe fallen. 3 Tage später siehst du in einem Video so, jemand sagt, jetzt muss der Markt aber steigen, das ist die Wende. Und ich habe irgendwann begonnen zu merken, dass es mich beeinflusst. Das habe ich vorhin zu meinem Telefon gesagt, das gibt es nicht nach all den Jahren. Deswegen, ich gucke keine Nachrichten vom Trading, ich möchte nichts hören, um da neutral im Kopf zu bleiben. Manche sehen es anders, die gucken extra Nachrichten, aber ich fahre besser damit, weil ich bleibe bei der Optik und nicht das Bauchgefühl, was oft genug bei mir mit reinspielt, aber dann ist es wenigstens neutral, zumindest was andere Meinungen angeht oder Meinungen Dritter. Denn wenn du Trader bist, hast du deine eigene. Und da verstehst du doch auch dann ein. Die Märkte sind zu schnell. Also wenn demjenigen, der früh um 8 ins Mikrofon postet, heute kann es nur raufgehen, dann wird um 9 auch nochmal das Mikro unter die Nase gehalten kriegt und sagt, ist das noch aktuell, dann wäre das ja okay. Es ist nur momentan halt das Problem, was es aber auch davor war, das Problem, dass oftmals den Marktkommentaren, die mit ihrer Überlegung ja gar nicht falsch sein müssen, nur es kann sein, dass eine Stunde die fachliche Überlegung
vor einer Stunde noch richtig, jetzt nicht mehr richtig ist, nur sie halt nicht nochmal ein Genau. Hallo, es gibt ein Update von meiner Meinung, Genau. die Nase drunter gehalten bin, jetzt stehst du alleine da und das schreist die ganze Zeit long, long, long und der ist schon dreimal short. So ist es, genau so drei ist Minuten es. Nach dem Interview. So, will also heißen, die Märkte sind aktuell viel, viel zu schnell und viel zu volatil, als wie das man sagen könnte, hallo, da gab es ein Video und das hat jetzt für die nächsten Stunden, wenn Ja. ich sage, hohes Gericht, das den Hinweis. Okay, Jochen, deine Micha. Pizza wird kalt. Vielen Dank für die Ich Moderation, dass war. Ich heute ohne Kamera dabei war. Sorry nochmal, nächstes Mal hoffentlich klappt das wieder alles. Und ganz, ganz liebe Grüße an dich, mein Großmeister, und auch natürlich an alle Traderinnen und Trader. Ganz, ganz lieben, ganz, ganz lieben Grüße. Dankeschön. Und wir hören uns dann in 14 Tagen. Ich danke euch. Tschüss miteinander, gell? Ciao. Nehmen wir nett. Ciao.